Statements der Parteiführung anlässlich der Jahresauftaktklausur der SPD unter dem Motto Zukunft für dich, sozial, digital, klimaneutral. Zu Ihnen sprechen Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, Norbert Walter-Borjans, der Parteivorsitzende, Saskia Esken, die Parteivorsitzende, Rolf Mützenich, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion und Lars Klingbeil, der Generalsekretär der Partei. Im Anschluss an die Statements haben Sie kurz Gelegenheit, Fragen zu stellen, wie in der Einladung beschrieben. Olaf Scholz hat das Wort. Bitte schön. Wir werden heute über die Zukunft unseres Landes reden, darüber, wie wir die 20er Jahre gut gestalten können. Wir wissen, diese Zukunft muss gemacht werden. Sie kommt nicht von alleine. Sie ist eine Führungsaufgabe, um die wir uns als sozialdemokratische Partei auch bewerben. Und deshalb geht es darum, wie können wir Zukunftsmissionen realisieren, die es möglich machen, dass tatsächlich wir in den 20er Jahren es schaffen, unser Land so zu organisieren, dass wir in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben, aber dass tatsächlich es eine klimaneutrale Wirtschaft sein wird. Wie kriegen wir das hin, dass wir das hinbekommen, dass wir moderne Mobilität organisieren? Wie kriegen wir das hin, dass wir die digitale Souveränität und Infrastruktur unseres Landes sichern? Und wie schaffen wir gerade in diesen Tagen ganz wichtig, alles dafür zu tun, dass wir ein leistungsfähiges Gesundheitswesen haben, dass wir wieder die Apotheke der Welt werden? Der Unterschied zwischen uns und anderen ist, wir wissen, dafür muss man etwas tun. Forschung, Unternehmen und staatliches Handeln müssen ineinander greifen. Und wir wollen diese Zukunftsmission für unser Land miteinander besprechen und in den Mittelpunkt der Debatte über die Zukunft Deutschlands, über die Zukunft in den 20er Jahren stellen. Ja, Corona ist nicht das Ende der Zeit. Corona hat uns gezeigt, wo wir Defizite haben. Corona hat aber auch gezeigt, worauf wir uns verlassen können. Dass wir einen guten Sozialstaat haben, dass wir eine hohe Wirtschaftskraft haben. Und dass wir immer bei dem, was wir jetzt gemacht haben, darauf geachtet haben, dass damit auch Zukunftspolitik verbunden ist. Auch wenn wir Arbeitsplätze sichern, wenn wir die Existenzen von Menschen und von Unternehmen sichern und wenn wir Zeichen setzen zur Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft. Wir haben auf der anderen Seite auch gesehen, die SPD hat auch in der Vergangenheit schon Zukunftspolitik gemacht. Etwa mit dem Mindestlohn oder der Grundrente oder dem Zusammenführen von Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung. Jetzt wollen wir uns mit den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Und das bedeutet, wir wollen ganz bewusst in dieser Debatte, die wir jetzt haben werden, die technologischen, die ökonomischen, die infrastrukturellen Bedingungen formulieren, die dazu beitragen, dass wir zukunftsfest und klimaneutral werden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, dass einfach nur konservieren, das Bremsen nach Corona bedeuten würde, wir machen aus der Krise von 2 Jahren eine Krise einer ganzen Generation. Jetzt können wir die Zeichen stellen und das werden wir tun. Und wir werden dazu beitragen, dass auf der einen Seite die hohe Qualität, die Deutschland als Wirtschaftsstandort hat, beim Perfektionieren von Dingen, die mal erfunden worden sind, die das Made in Germany ausmachen, dass das ergänzt wird, um wieder ein stärkeres Deutschland als Erfinderland für Disruption, wie das heute so schön heißt. Und das bedeutet immer, auch in den USA, nicht nur in China, da muss der Staat mit in die Vollen gehen. Und deswegen brauchen wir einen Zukunftsplan und eine Vorstellung von einer gerechten Finanzierung, wie wir das zu Wege stellen und zu Wege bringen. Die SPD nimmt also in den Fokus, was notwendig ist, um eine gute Zukunft zu gestalten, den Klimawandel zu stoppen, den digitalen Wandel für alle nutzbar zu machen. Bei all dem werden wir zudem die richtigen Lehren aus dieser Pandemie-Erfahrung ziehen. Denn auch in den Lehren dieser Pandemie stecken Missionen für eine gute, verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Politik. Diese Pandemie hat nicht nur Defizite aufgedeckt, die hat auch Perspektiven verändert. Der Staat hat seine Handlungsfähigkeit neu unter Beweis gestellt, aber wir haben schon auch gesehen, wo es hakt. In der Bildung, in der Gesundheitsversorgung, in der Verwaltung hinken wir bei der Digitalisierung gewaltig hinterher. Wir haben für unsere Arbeit, für die Kommunikation, für die politische Willensbildung und vieles mehr digitale Werkzeuge entdeckt, die bislang eher ein Nischendasein geführt haben. Welche Bedeutung dabei der digitalen Souveränität, dem Schutz der Privatheit also, aber auch von Geschäftsgeheimnissen, von Produktionsabläufen, von Versorgungswegen zukommt, das wird uns noch lange beschäftigen. Menschen, die mit ihrer Arbeit bislang viel zu wenig von unserer Aufmerksamkeit und Wertschätzung erhalten haben,
sind verstärkt in unseren Fokus geraten. Das gilt nicht nur für die Epidemiologinnen und überhaupt die Wissenschaft und ihre Kommunikation, sondern das gilt natürlich auch für KassiererInnen, für Pflegekräfte, für ErzieherInnen, die uns gezeigt haben, wie sehr wir auf ihre Arbeit angewiesen sind. Und diese neu erkannte Bedeutsamkeit muss sich eben auch in deren Bezahlung und ihren Arbeitsbedingungen niederschlagen. Eine Rollenverteilung von Männern und Frauen, wie wir sie längst für überwunden geglaubt hatten, ist in der Pandemie wieder zurückgekehrt. Und das liegt aber nicht daran, dass wir so konservativ wären. Ein Blick in die Gehaltsunterschiede von Männern und Frauen reicht aus, um zu erklären, warum nicht die Männer ihre Arbeitszeit reduzieren oder zu Hause bleiben, um Homeschooling zu unterstützen, Angehörige zu pflegen, überhaupt die Familie, das soziale Leben zusammenzuhalten. Der ARD-Deutschland-Trend hat gezeigt, die größte Sorge der Menschen in dieser Zeit gilt den Entwicklungschancen unserer Kinder und Jugendlichen, deren schulisches und persönliches Umfeld jetzt so lange Zeit in der Pandemie eingeschränkt war und ist. Da geht es um Bildungswege natürlich, um Ausbildung, um berufliche Perspektiven. Es geht aber auch um die psychischen Belastungen, unter denen Kinder und die gesamte junge Generation derzeit leiden. Und bei all dem geht es auch ums Gesehenwerden, ums Gehörtwerden, ums Ernstgenommenwerden. Wenn wir jetzt von der Modernisierung, von der Digitalisierung, von Innovation, von eine gute Zukunft sprechen, dann und davon, dass alle die besten Chancen bekommen, dann müssen wir die Kinder und Jugendlichen in den Blick nehmen, ihre Schule, ihre Ausbildung und ihr gesundes Heranwachsen muss höchste Priorität haben. Ja, ich freue mich, dass wir hier gemeinsam stehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir uns vor einem halben Jahr zusammengefunden haben, um Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratischen Partei zu machen. Die Partei, die Regierung und die Fraktionen haben dann gemeinsam diese vergangenen Monate dazu genutzt, nicht nur Stärke zu zeigen, sondern auch wesentliche Politikfelder weiterhin umzusetzen. Und wir wollen als SPD-Bundestagsfraktion auch die nächsten Monate dazu nutzen, noch Themen zu behandeln, die immer noch im Koalitionsvertrag nicht verwirklicht werden konnten. Ich hoffe, dass das gelingt. Einiges wird zurzeit durch die Unionsfraktion blockiert. Und ich mache mir schon Sorgen, weil die Konservativen in diesem Land immer noch in einer Findungsphase sind, nachdem sie einen Parteivorsitzenden gewählt haben, ist es eben noch nicht ganz klar, mit wem und wie sie in diesen Wahlkampf starten werden. Aber ich mache mir keine Sorgen, weil die SPD für die nächsten Wochen und Monate doch sehr gut aufgestellt ist und genau das sagen wird, nämlich sozial, digital und klimaneutral. Das sind die Herausforderungen in den nächsten Jahren. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir von Seiten der SPD, von denjenigen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Regierung, aber auch eben in der Fraktion gut durch diese Krise getragen werden und die Herausforderungen meistern werden. Das ist heute nicht der Beginn, aber es ist ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg und dafür bin ich sehr zuversichtlich. Ja, auch ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserer Jahresauftaktklausur. Rolf Mützenich hat gerade gesagt, ein wichtiger Schritt in der Tat. Wir bereiten den Wahlkampf vor, wir bereiten das Wahljahr vor, wir bereiten den Wahltag, den 26. September 2021 vor. Wir sind im letzten Jahr schon gemeinsam wichtige Schritte gegangen. Die Kür von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, die Agenturauswahl, hier auch die Vorbereitung im Willy-Brandt-Haus als Wahlkampfzentrale und dann natürlich der Programmprozess, das Debattencamp hier im Dezember war nochmal ein Highlight für über 6.000 Parteimitglieder, die mit uns diskutiert haben über die Fragen der Zukunft. Corona verlangt uns wahnsinnig viel ab. Das heißt, dieser Wahlkampf wird auch erst sehr spät anfangen. Wir werden am Ende die heiße Phase haben. Davor konzentrieren wir uns auf die konkrete Bewältigung dieser Pandemie. Der Koalitionsausschuss hat das gezeigt, aber es geht auch um den Tag nach Corona. Und dafür wollen wir das Land aufstellen, wollen wir uns aufstellen und wollen uns für den Wahlkampf vorbereiten. Die Wählerinnen und Wähler werden am 26. September, wenn sie ihr Kreuz machen, für sich drei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, wer regiert eigentlich gut das Land und wem trauen wir zu, dieses Land auch weiter gut zu regieren? Da finde ich, und das können wir voller Stolz sagen, hat die SPD eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Wir haben uns nie weggeduckt, auch wenn andere Parteien das getan haben. Wir sind krisenfest, wir haben das Land gerade in den letzten Monaten durch eine schwierige Zeit durchgebracht. Es ist Olaf Scholz, es sind unsere Ministerinnen und Minister, die täglich Verantwortung übernehmen
Und man kann sagen, wenn die SPD regiert, dann geht es den Menschen in diesem Land besser. Die zweite Frage, die Sie sich stellen werden, ist, wer ist eigentlich die beste Person, um Angela Merkel im Kanzleramt zu folgen? Sowohl innenpolitisch als auch nach außen. Wer kann eigentlich hart mit Erdogan, mit Putin, mit Joe Biden verhandeln und dort wirklich auch deutsche Interessen, europäische Interessen durchsetzen? Und da sage ich auch, da haben wir mit Olaf Scholz die beste Wahl aufgestellt. Ich bin gespannt, wen die anderen Parteien schicken werden. Aber vor diesem Wettbewerb brauchen wir keine Angst zu haben. Und der dritte Punkt, um den es gehen wird, ist die Frage, wer hat die besten Ideen für die Zukunft des Landes? Wer kann eigentlich dieses Land nach der Pandemie aus einer schweren Zeit rausholen? Wer kann Wachstum, Wertschöpfung, Arbeitsplätze schaffen? Und diesen Wettbewerb wollen wir als SPD aufnehmen. Das Debattencamp war schon wichtig, aber darum geht es heute auch ganz konkret um die Frage der Zukunftsideen. Die Union, eine Partei, die im Status quo verharrt, die keine Ideen mehr hat. Die Grünen, eine Partei, die zwar alles besser weiß und alles anders machen möchte, aber nie konkret sagt, wie. Und die SPD, die ganz konkret definieren wird, was eigentlich passieren muss, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Es wird wahrscheinlich der digitalste Wahlkampf aller Zeiten, deswegen auch eine Jahresauftaktklausur, die vor allem digital stattfindet. Aber ich kann hier nur für mein Team im Willy Brandt-Haus sagen, wir haben Bock auf diesen Wahlkampf und wir wollen gewinnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt zu Ihren Fragen, die Sie gerade reingeschickt haben. Und zwar die erste Frage kommt von Andreas Niesmann von RND an Olaf Scholz. Um Bundeskanzler zu werden, müssen Sie deutlich über 20% und vor den Grünen liegen. Wann geht die Aufholjagd los? Wir haben früh angefangen, weil wir wissen, dass wir eine Aufholjagd hinter uns bringen müssen. Aber wir haben damit begonnen und deshalb sind wir mittendrin. Es wird sich zeigen, dass umso näher die Wahl kommt, umso klarer wird, die SPD wird einen Auftrag von den Bürgern und Bürgern bekommen können. Und eine wichtige Maßnahme dazu, eine wichtige Entscheidung dazu ist, über die Zukunft zu diskutieren. Das ist das Thema unseres heutigen Zusammenkommens und das ist das Thema unseres Landes. Wir haben noch eine Frage bekommen von Kai Clement von der ARD. Eine Frage zur starken Betonung von Ökologie und Kampf gegen den Klimawandel. Wird die SPD grüner? Zeigt das auch, wo der politische Hauptkonkurrent gesehen wird? Die SPD ist die Partei des Fortschritts. Das ist seit unserer Gründung vor sehr, sehr langer Zeit der Fall. Und wir haben uns den Fortschrittsthemen unserer Zeit immer zugewandt. Und deshalb reden wir heute über die Frage, wie können wir sicherstellen, dass wir viele Aufgaben, vor denen wir stehen, jetzt bewältigen. Von alleine geht das nicht. Die eine Aufgabe ist, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Wer 2050 CO2-neutral wirtschaften will, nach über 200 Jahren industrieller Geschichte, die auf fossilen Ressourcen beruht hat, der muss die größte ökonomische und technologische Revolution in Deutschland zustande bringen, damit das in so kurzer Zeit auch geschieht. Wir haben dazu einen Plan, wir sind dazu bereit und wir können auch jedem sagen, dabei wird es gelingen, dass wir unseren Wohlstand sichern, weiter ausbauen und in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben. Und dann noch eine Frage vom ZDF von Lars Bonsack. Wie soll der Spagat funktionieren, im Wahlkampf einerseits Union anzugreifen, gleichzeitig Regierung zu spielen? Geht auch an Olaf Scholz. Wir sind Regierung. Wir machen unsere Arbeit bis zum letzten Tag. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber den Bürgern und Bürgern. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Niemals wird diese Aufgabe hinter irgendeiner anderen zurückstehen. Und gleichzeitig ist klar, es wird bei dieser Bundestagswahl darum gehen, wie es weitergeht. Und das wird auch bedeuten, dass die Unterschiede zwischen den Parteien klar werden. Wir haben einen klaren Kurs als Partei, die für eine soziale Politik steht, aber auch als Partei, die für technischen, wirtschaftlichen Fortschritt steht, dafür, dass wir zusätzlichen Wohlstand gewinnen können und zum Beispiel eine so große Aufgabe wie den Klimawandel bewältigen können. Und wir stehen für ein starkes und souveränes Europa. All diese Dinge werden nur sichtbar werden, wenn man die Unterschiede auch bespricht. Nicht mit Schaum vorm Mund, sondern mit einem klaren Konzept. Und was uns auch unterscheidet von denen, mit denen wir im Wettbewerb stehen, ist, dass wir Führung können. Ich jedenfalls glaube, dass die Frage der Zukunft unseres Landes nicht irgendwie in Ressorts von Kabinetten irgendwo verhandelt werden kann, sondern eine Anstrengung ist, der wir uns alle unterziehen müssen. Und das setzt Führung und Leadership voraus. Noch eine letzte Frage von Welt TV, auch an Olaf Scholz. Die Akzeptanz der ergriffenen Lockdown-Maßnahmen schwindet laut aktueller Umfrage. Muss nach dem 14. Februar mit Lockerungen begonnen werden?
Es ist richtig, dass wir unverändert vorsichtig sein müssen. Es war richtig, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, die die Infektion besser in den Griff bringen. Und wir sehen, das hat auch Erfolge. Aber wenn wir dann entsprechend vorsichtig bleiben, ist es auch wichtig, dass wir gleichzeitig über eine Öffnungsstrategie diskutieren. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung verabredet. Und es ist wichtig, dass dies bei der Konferenz eine Rolle spielt. Die ersten Schritte, die wirksam werden, werden sicherlich gehen um Kitas und Schulen, insbesondere Grundschulen. Wir wissen, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Jüngsten in unserem Land mit einer guten Zukunft versehen. Und deshalb ist das die prioritäre Aufgabe, die wir alle zu beachten haben. Dann machen wir hier einen Cut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann verweise ich noch darauf, dass wir morgen ja eine Pressekonferenz haben, wo Sie noch ausführlich Ihre Fragen stellen können, und lade Sie jetzt ein, der weiteren Veranstaltung zu folgen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.
Ja, das ist ja wunderbar. Dann begrüße ich ganz herzlich alle, die jetzt von draußen zuschauen und sich dafür interessieren, wie die Sozialdemokratische Partei Deutschlands die Zukunft mitzugestalten gedenkt. Wir sind am Anfang einer Klausurtagung des Parteivorstandes der SPD. Das Wort Klausur sagt schon, das ist normalerweise eine nicht öffentliche Veranstaltung. Das werden wir auch überwiegend so halten und dabei einige Thesen und Pläne diskutieren und verabschieden. Aber wir haben uns gedacht, bei einer Frage, die alle interessiert, nämlich wie geht es eigentlich weiter nach Corona, welche Schlüsse ziehen wir, da muss es so sein, dass wir auch Ihnen die Möglichkeit und euch die Möglichkeit geben, ein Stück dabei zu sein. Und ich glaube, das kann eine interessante Geschichte werden und ich hoffe eben, Sie alle bleiben mit am Stream. Zukunft, damit wollen wir uns beschäftigen, die wird es auch ohne unser Zutun geben. Und Wandel, möglicherweise folgenreicher, als wir das je erlebt haben vorher, wird auch stattfinden. Aber eine gute Zukunft für alle und ein Wandel, der auch Sicherheit gewährt für die Menschen, das ist etwas, was einen aktiven und was auch einen handlungsfähigen Staat braucht. Das passiert nicht von selbst. Wir können die Zeit nicht konservieren und schon gar nicht sollten wir es versuchen. Wir würden, wenn wir weiter so machen würden, geradewegs ins Abseits gehen. Und wir sind der festen Überzeugung, nicht bremsen und schon gar keine Vollbremsung nach der Pandemie bringt uns in die Zukunft. Wenn wir das täten, dann würden wir aus der Krise von ein, zwei Jahren die Krise einer ganzen Generation machen und die Gesellschaft würde weiter auseinandertreiben. Das ist eine Erkenntnis, die hat für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer eine große Rolle gespielt. Wir haben uns dem Wandel nie entgegengestellt, sondern wir haben ihn angenommen und gestaltet, damit es ein Wandel zugunsten der Menschen im Land war. Und auch die Schwerpunkte, die wir im Augenblick in der Regierung setzen, sind Zukunftspolitik. Weil wenn wir dafür sorgen, dass Existenzen gesichert werden, Arbeitsplätze erhalten bleiben, auch schon Weichen gestellt werden in die Zukunft, dann ist das Zukunftspolitik. Und es gilt genauso für die Zeit vor Corona. Die Grundrente, der Mindestlohn, eine Absicherung auch für Familien, auch die Tatsache, dass wir Ökonomie, Ökologie und Soziales zusammengebracht haben, ist etwas, das in die Zukunft weist. Ja, aus der Erfahrung dieser Pandemie heraus, ihrer sozialen Folgen, der wirtschaftlichen Folgen, der Folgen für den Arbeitsmarkt, machen sich Menschen auch neue Gedanken über ihre Zukunft und die Zukunft unserer Gesellschaft. Und wir SozialdemokratInnen haben in der Corona-Krise gezeigt und dafür gesorgt, dass die Wirtschaft so zielgenau wie möglich unterstützt wird, dass Arbeitsplätze erhalten, dass soziale Folgen abgefedert werden. Mit zahlreichen Maßnahmen haben wir aber auch über den Tag hinaus gedacht und über den Tag hinaus gewirkt. Wir haben investiert, damit Schulen im digitalen Wandel besser ausgerüstet sind oder auch damit moderne Antriebe in der Mobilität eine größere Rolle spielen. Und eine solche an der Zukunft ausgerichtete Politik darf aber nicht die Ausnahmesituation eines Konjunkturpakets bleiben. Ein Sparhaushalt, wie ihn manche Konservative jetzt einfordern, führt uns nicht aus der Krise heraus und führt uns auch nicht in eine gute Zukunft. Und deshalb ist es völlig richtig, dass die SPD sich damit beschäftigt, was notwendig ist, damit der Klimawandel gestoppt werden kann und wir den digitalen Wandel für alle nutzbar machen und dabei die richtigen Lehren aus der Pandemie ziehen. Denn wir haben ja gesehen, dass in der Gesundheitsversorgung nicht so sehr fehlende Betten und fehlende Geräte, sondern der Pflegenotstand die Belastungsgrenze markiert. Unsere Wertschätzung für diese und andere Tätigkeiten muss sich endlich in besserer Bezahlung und in besseren Arbeitsbedingungen niederschlagen. Wir haben die Handlungsfähigkeit des Staates neu schätzen gelernt. Wir haben auch gesehen, wo es hakt. Die Digitalisierung ist ja überall in vollem Gange, aber in der Bildung, in der Gesundheitsversorgung und auch in der Verwaltung hinken wir gewaltig hinterher. Wie die Entwicklung der jungen Generation gelingt, nachdem die Pandemie ihr schulisches und ihr berufliches, ihr persönliches Umfeld so stark eingeschränkt hat, das ist dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend zufolge eine große Sorge für 77% der Menschen in Deutschland. Und insofern freut es mich persönlich besonders, dass ich heute Abend Gelegenheit habe, diese Situation der jungen Generation mit einem Panel mit einigen ExpertInnen zu beleuchten. Was belastet, was beschäftigt die jungen Menschen in dieser Zeit? Welche Unterstützung brauchen sie in der aktuellen Krise? Welche Rahmenbedingungen brauchen sie, damit sie eigene Perspektiven für die Zukunft entwickeln können? Diese Fragen werden wir stellen, in anderen Formaten weiterentwickeln, denn auch die fehlende Einbindung der jungen Generation ist ein solches Defizit, das wir zu überwinden haben. Ja,
Saskia hat schon angesprochen, wir haben in der Krise auch Defizite erkannt und die können uns auch nicht kalt lassen. Und wenn wir daraus etwas machen wollen, dann müssen wir jetzt nach vorn gucken und sehen, was auch die Stärken in dieser Krise waren. Dass wir ein deutlich besser ausgebautes Gesundheitswesen hatten als viele andere, aber dass es noch besser werden muss. Dass wir ein Netz hatten, das soziale Sicherheit gegeben hat, zumindest zu einem großen Teil, für diejenigen, die völlig unvermittelt und unvorhersehbar in eine Notlage geraten sind. Wenn man sich mal anguckt, wie das in den USA ist, dass da 40 Millionen Menschen ihren Job verloren haben und wie es bei uns gelaufen ist mit Kurzarbeit, mit Sicherungsmöglichkeiten auch für Gewerbetreibende und für Unternehmen, dann zeigt es, wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können, aber die wir auch ausbauen müssen. Wir haben uns überlegt, dass gerade bei dieser Klausurtagung wir ganz besonders auf die ökonomischen, die technologischen, die Infrastrukturbedingungen gucken und sagen, was muss ich eigentlich ändern? Denn hinter Corona ist ja die Klimakrise nicht verschwunden. Wir müssen es schaffen, jetzt die Weichen zu stellen, Transformation anzugehen und nicht etwa eine Vollbremsung nach Corona zu machen, die aus einer Krise von 2 Jahren die Krise einer ganzen Generation machen würde. Wir brauchen neue Produktions- und auch Arbeitsformen. Wir brauchen digitale Plattformen. Und das sind alles massive Herausforderungen. Deutschland ist hervorragend im Perfektionieren einmal gemachter Erfindungen, hierzulande oder anderswo, in einer Weise, dass die Welt die Produkte aus Deutschland schätzt. Das Made in Germany ist nach wie vor etwas, das wir pflegen und ausbauen und auch an manchen Stellen wiederherstellen müssen. Aber Deutschland braucht auch Mut, neue Wege zu gehen, neue Felder zu beackern, wie das heute so schön heißt, die Disruption zu unterstützen. Und das ist immer etwas, in den USA wie andernorts, das viel Unterstützung auch seitens des Staates braucht. Das passiert nicht, wenn man einfach nur alles laufen lässt und darauf vertraut, dass das der Markt schon retten wird und richten wird. Das wäre konservative Haltung. Konservieren ist nicht die Lösung für die Zukunft, sondern wir müssen anstoßen und wir müssen den Wandel, der stattfinden wird, ob wir wollen oder nicht, nutzen mit den Chancen, die er uns bietet. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben auch, dass wir dabei nicht vergessen, dass unser Wohlstand nicht basieren darf auf unwürdiger Behandlung, unwürdigen Arbeitsbedingungen von Menschen in anderen Teilen der Welt oder durch Umweltzerstörung. Und deswegen diese Dinge zusammenzukriegen, Wohlstand zu sichern, Wohlstand auszubauen, aber darauf zu achten, dass Wohlstand und Anstand nicht auseinanderfallen, das ist, glaube ich, ein Ziel, für das müssen Sozialdemokraten eintreten und das werden wir auch tun. Und wir sind jetzt an einem Punkt, Saskia hat das auch angesprochen, dass in mehreren Ländern Landtagswahlen unmittelbar oder aber in den nächsten Monaten bevorstehen, dass es in Hessen Kommunalwahlen gibt, dass es in einzelnen Städten noch Wahlen gibt. Ich glaube, dass wenn wir auf diesem Punkt ansetzen, dass wir in diesen Wahlen auch unseren Beitrag leisten können, dass die Menschen wissen, die Sozialdemokratie ist nicht nur der Stabilisator für das, was andere machen oder wofür andere ihren Ruhm einheimsen wollen, sondern sie ist die Kraft, die das Land führen muss. Und dann geht es in eine Zukunft, bei der wir diese Dinge, die ich angesprochen habe, zusammenbringen. Und das wollen wir tun mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Warum haben wir denn bei aller aktuellen Besorgnis um wegen Corona gute Gründe, hoffnungsvoll in diese Zukunft zu blicken? Weil es doch in unser aller Hand liegt, welche Perspektiven, welche Chancen sich aus dieser Zukunft für uns ergeben. Zukunft für dich, das ist für uns Sozialdemokraten ein Gestaltungsauftrag. Und diese Zukunft ist sozial, digital, klimaneutral. Wir sind überzeugt, wir haben die besten Konzepte, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten wollen. Und wir haben mit Olaf Scholz den besten Mann, um diese Konzepte an der Spitze einer progressiven Regierung umzusetzen. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts stehen große Veränderungen an. Wir können und wollen, das hat Norbert gesagt, diese Veränderungen nicht aufhalten, aber wir können und wollen in eine Richtung geben. Dabei muss es zuallererst darauf ankommen, dass wir alle mitnehmen, dass alle mitbestimmen können und mitgestalten können. Unsere Zukunftsmissionen sind zentraler Bestandteil dieses Gestaltungsanspruchs. Wir freuen uns auf die Debatte in den nächsten 2 Tagen. Und mit deinem Impuls für unsere Zukunftsmissionen gibst du, lieber Olaf, jetzt den Aufschlag dafür. Schönen Dank. Schönen Dank für die Möglichkeit, hier ein paar Dinge vorzustellen, über die wir uns in der Sozialdemokratischen Partei jetzt Gedanken gemacht haben und die wir sehr intensiv voranbringen wollen.
Über die Zukunft muss in diesem Land geredet werden. Gerade jetzt, wo wir mit der Corona-Krise kämpfen, gerade jetzt, wo es so ist, dass wir jeden Tag etwas dafür tun, Wirtschaft und Arbeitsplätze zu erhalten, gerade jetzt, wo wir um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger kämpfen. Wir wissen, diese Zeit wird zu Ende gehen. Wir wissen, das ist die gute Hoffnung, wir können dann aufbauen auf eine Wirtschaftskraft unseres Landes, die wir erhalten haben durch die Aktivitäten, die wir jetzt in dieser Krise entfalten. Aber es ist gleichzeitig auch so, dass wir mit all dem, was wir hier auf den Weg gebracht haben, die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir die Zukunft dann auch wirklich gewinnen können. Über Zukunft wird viel diskutiert. Und man hat den Eindruck, viele glauben, die ereignet sich sowieso. Irgendwas wird schon sein in der Zukunft. Aber wie sie sich entwickeln wird, welche Möglichkeiten wir haben und welche Möglichkeiten wir verpassen, das ist etwas, das unmittelbar zusammenhängt mit den Entscheidungen, die wir hier und heute treffen. Und da bin ich ganz sicher, wenn wir über die Zukunft heute diskutieren, dann ist das anders als vor 5, 10 oder 20 Jahren, dann ist das gewissermaßen der entscheidende Zeitpunkt, in dem es gelingen muss, dass wir das auch tatsächlich hinkriegen. Es sind also die entscheidenden 20er Jahre, die jetzt begonnen haben, in denen die Weichen für unsere Zukunft in Deutschland und in Europa gestellt werden müssen und in der es darauf ankommt, wer wie regiert. Zukunft ist also ein Gestaltungsauftrag. Und wir sehen das jeden Tag, wenn wir etwa diskutieren über die Situation der digitalen Infrastruktur unseres Landes. Wir sehen das jeden Tag, wenn wir darüber diskutieren, ob eigentlich alles gut vorbereitet ist in unserem Gesundheitswesen, so stark es auch jetzt ist, und wie man es hätte besser weiterentwickeln sollen, damit wir noch besser in der jetzigen Krise wären. Und es ließe sich diese Liste ganz, ganz weit verlängern, etwa wenn wir den Blick in unsere Schulen wagen oder wenn wir gucken auf die Situation des Klimas und der Umweltbedingungen, die wir hierzulande haben. Und darum ist für uns wichtig, dass wir das in die Hand nehmen, dass wir das zu einem Führungsauftrag machen, zu einer Sache, die etwas damit zu tun haben, wie regiert wird. Aus meiner Sicht geht es um Führung. Es geht darum, dass das nicht zwischen Ressorts diskutiert wird, dass nicht allgemein überall irgendwer irgendwas macht, sondern dass es eine konzentrierte, gemeinsame Anstrengung gibt, bei der das ganze Kabinett in die gleiche Richtung marschiert und der auch unser Land gewissermaßen diese gleiche Richtung mit einschlägt. Wir diskutieren über Zukunftsmissionen. Wir sprechen ganz bewusst von einer Mission, die durchzusetzen und zu erfüllen ist, weil das etwas zu tun hat mit all dem, was an Erkenntnissen heute vorhanden ist über Innovationen in erfolgreichen Ländern und Gesellschaften. Und wir wollen weiter zu den erfolgreichen Ländern und Gesellschaften gehören. Andernfalls könnten wir unseren Wohlstand und all die Dinge, die wir zu bewerkstelligen haben, nicht in richtiger Weise voranbringen. Also, wir müssen unsere Zukunftsmission verstehen und definieren und wir müssen alles dafür tun, dass diese Zukunftsmissionen dann auch die Politik der 20er Jahre und der nächsten Jahre bestimmen werden. 4 ganz konkrete Zukunftsmissionen wollen wir hierzulande voranbringen. Die erste Zukunftsmission hat etwas zu tun damit, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten wollen. Eine gigantische Aufgabe. 2050 CO2-neutral zu wirtschaften, bedeutet einen kompletten Bruch mit all der Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand in der ganzen Zeit der Industrialisierung und des industriellen Fortschritts der letzten 200 Jahre erwirtschaftet haben. Das meiste davon beruhte auf der Nutzung fossiler Energien und Ressourcen. Wenn wir das nicht mehr tun wollen, wenn wir 2050 CO2-neutral wirtschaften wollen, dann setzt das die größte technologische Revolution, die größte Periode der Innovation in unserem Land voraus, die man sich seit langem hat vorstellen können. Und da sind dann 30 Jahre wirklich keine lange Zeit. Aber das ist möglich. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass diese revolutionäre technologische Verbesserung, dass diese Innovation nicht dazu führen, dass Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Land verloren gehen, sondern umgekehrt sicherstellen, dass uns das auch tatsächlich gelingt. Also wollen wir dafür sorgen, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Und da muss Schluss sein mit der Art und Weise, wie das jetzt gehandhabt wird. Denn es verrechnen sich ja viele absichtlich. Sie sagen nicht die Wahrheit, wie viel Strom wir brauchen, damit in der Chemieindustrie, damit in der Stahlindustrie tatsächlich eine Wende organisiert werden kann.
Die Unternehmen stehen bereit. Ich kenne viele Unternehmen, die Pläne haben, aber sie wollen eine klare Ansage von einer klaren Regierung darüber, ob sie sich darauf verlassen können, dass ihre milliardenschweren Investitionen in ein klimaneutrales Wirtschaften auch begleitet und unterstützt werden durch langfristige Entscheidungen, die hierzulande stattfinden. Und da gibt es ja viele Sorge, die berechtigt formuliert wird. Wenn wir etwa das langsame Tempo des Ausbaus unserer Stromnetze betrachten, wenn wir sehen, wie zögerlich geplant wird, was die Wasserstoffinfrastruktur betrifft, dann muss man sich Sorgen machen und das muss sich ändern. Dafür stehen wir, dass es diesen großen Schub gibt und dass sich alle auf eine gleichgerichtete, missionsorientierte Politik in dieser Sache verlassen können. Wir wissen auch, dass das bedeutet, dass zum Beispiel die EEG-Umlage, die den Strom heute zusätzlich verteuert, bis zum Ende der kommenden Legislaturperiode keine Last mehr sein darf für Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir müssen die Kosten, die damit verbunden sind, auf andere Weise finanzieren. Und deshalb ist das eine klare Aussage, die ich hier treffe. Wir wollen, dass die EEG-Umlage Ende der nächsten Legislaturperiode nicht mehr erhoben wird, damit die Unternehmen langfristig investieren können und wissen, dass sie mit der Investition in eine strombasierte Produktion auch das Richtige tun. Wenn wir solche Entscheidungen treffen, dann werden wir darüber hinaus den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft zustande bringen müssen. Da gibt es jetzt Fortschritt, da gibt es schon Pläne, da gibt es Entscheidungen. Aber der eigentliche Durchbruch, auch in den Köpfen von all denen, die hier etwas Verantwortung in diesem Land haben, der ist noch nicht passiert. Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft heißt, dass wir keine Versuche mehr machen, sondern dass wir ein großes industrielles Projekt für Deutschland anschieben, das dann nützlich ist, zum Beispiel bei den schon erwähnten Grundstoffindustrien im Bereich von Chemie und Stahl. Die zweite große Mission, die wir unbedingt voranbringen müssen hier in Deutschland, ist eine moderne Mobilität. Und da ist einiges jetzt gelungen. Die Innovationsprämie, die die SPD auf den Weg gebracht hat und durchgesetzt hat als gemeinsames Handeln der heutigen Regierung, die hat dazu beigetragen, dass der Durchbruch endlich gelingt und elektrifizierte Fahrzeuge viel mehr nachgefragt werden, als es vor vielen, vielen Jahren der Fall war. Aber klar ist, wenn wir eine solche Entscheidung treffen, wenn Milliarden, wie es wirklich der Fall ist, von allen Automobilunternehmen in Deutschland investiert werden in die Veränderung der Art der Mobilität, die mit den Fahrzeugen verbunden ist, dann muss es doch mindestens klappen, dass zum Beispiel so etwas wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur auch funktioniert. Und wir müssen die modernen technischen Möglichkeiten nutzen und zum Beispiel den öffentlichen, den schienengebundenen Verkehr zu verbessern. Er muss ausgebaut werden, dafür müssen Mittel bereitgestellt werden. Er muss elektrifiziert werden, das muss gemacht werden. Aber gleichzeitig können und müssen wir zum Beispiel neue Möglichkeiten nutzen, dass man nutzenorientierte Verkehre organisieren kann im ländlichen Raum, dass also der Bus da vorbeikommt, wo er gerade gebraucht wird und man deshalb mit weniger Ressourcen eine bessere Mobilität organisieren kann. Und Wasserstoff gehört schon wieder dazu, wenn wir zum Beispiel an große Loks denken, die Wasserstoff getrieben werden, dann wird das eine Veränderung mit sich bringen. Und da gibt es auch die ersten Prototypen. Aber Prototypen sind nicht genug. Wir müssen den industriellen Einstieg schaffen. Und das geht nur mit einer klaren Mission, die wir miteinander verfolgen. Drittes großes Thema, die Digitalisierung. Da hören viele schon weg, weil sie ja jeden über Digitalisierung und digitale Souveränität sprechen hören. Aber man muss genau hinhören, weil es ja darauf ankommt, dass was gemacht wird. Jetzt in der Krise wissen wir, was es bedeutete, eine digitale Verwaltung zu haben, die wirklich allen Ansprüchen und heutigen Möglichkeiten entspricht. In den Gesundheitsämtern oder wenn es um die Schulen geht, da muss in Deutschland mehr Fortschritt gelingen. Aber es gehört auch dazu, dass wir sicherstellen, dass Deutschland eine Infrastruktur hat, die dazu passt. Ich will, dass Deutschland eine Gigabit-Gesellschaft wird. Und deshalb können wir nicht mehr so zurückhaltend sein, wenn wir Regeln festsetzen
für die Infrastrukturunternehmen, welches Angebot sie realisieren müssen. Ich will, dass da drin steht Gigabit für jeden Handwerker, für jede Handwerkerin, für jedes Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger muss erreicht werden. Und wir werden harte Zwischenschritte formulieren müssen, damit das geschieht. Aber es darf keine Ausreden geben und es darf nicht möglich sein, dass dann eine gute Versorgung eine Versorgung zu 70% oder 75% oder 80% ist. Eine flächendeckende Gigabit-Gesellschaft meint jeden Einzelnen, jede Einzelne und alle Unternehmen in diesem Land. Die vierte große Mission, die wir auf den Weg bringen wollen, ist, dass wir unser Gesundheitssystem weiterentwickeln, dass wir eine Gesundheitswirtschaft haben, die Weltspitze ist. Und gerade haben wir gesehen, dass da Möglichkeiten sind, dass wir wieder die Apotheke der Welt werden können. Aber ein bisschen sieht man genau an diesem aktuellen Beispiel, was die richtige Politik ist, wenn man über Zukunftsmissionen spricht. Denn die Tatsache, dass 2 der 3 Unternehmen, die moderne Impfstoffe entwickelt haben, aus Deutschland kommen, ist auch das Ergebnis von 20 Jahren Grundlagenforschung, von öffentlichen Forschungsinstitutionen, von Unternehmertum, das unbedingt dazugehört, und einem gemeinsamen Handeln des Staates und dieser Unternehmen. Und so muss man das generell machen, wenn wir über Zukunftsmissionen sprechen. Aber ganz konkret hier in unserem Gesundheitswesen wird das für die Zukunft ganz entscheidend, dass wir das weiter so vorantreiben. Ich finde also, auch dort gibt es etwas zu tun. Und auch dort spielen die neuen digitalen Möglichkeiten eine große Rolle, wenn wir eine bessere Gesundheitsversorgung möglich machen. Dort kann auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen. Dort kann Drucker eine Rolle spielen, die es möglich machen, bestimmte Dinge herzustellen, die das Überleben von Patientinnen und Patienten besser sicherstellen. Ganz moderne Technik, die eingesetzt werden kann. Da kann man dafür sorgen, dass wir eine flächendeckende Infrastruktur, was die Krankenhäuser betrifft, in Deutschland sichern und ausbauen, damit das überall in Deutschland verfügbar wird. Und da kann man dafür sorgen, dass es auch richtig zugeht bei denjenigen, die in diesem wichtigen Bereich unseres Landes arbeiten. Denn das gehört neben aller technologischen Revolution immer dazu. Gute Arbeitsverhältnisse, bessere Bezahlung und faire Bedingungen. Wir setzen uns also dafür ein, dass man diese Kombination zustande kriegt und wir gewissermaßen mit modernen Methoden der Medizin gleichzeitig eine gute Versorgung gewährleistet. Zukunftsmissionen sind also die Voraussetzung dafür, dass die 20er Jahre, die jetzt beginnen, gelingen. Diese Zukunftsmission wird Deutschland nur realisieren, wenn es die richtige Regierung hat. Denn die anderen, die dort politisch mitdiskutieren, haben nicht den festen Plan, das in die Hand zu nehmen und die Führung des Landes in dieser Frage zu ergreifen. Wir wollen das aber, damit es so zugeht, wie es hier steht. Sozial, digital und klimaneutral. Und es geht um eine Zukunft für dich. Ja, vielen Dank, Olaf Scholz, und herzlich willkommen zum Talk Mission Zukunft. Ich bin Nana Brink und ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt und dann zusammen mit unseren Gästen noch die Gelegenheit haben werden, die Themen zu vertiefen. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die da gemerkt hat, dass Ihnen das ganz besonders im Herzen liegt. Sie brennen dafür. Ich brenne dafür. Ich glaube auch, dass wir wegkommen müssen von dem Attentismus, vom Zugucken, was wir alles in den letzten Jahren gesehen haben. Wenn ich sagen sollte, was bedrückt mich an der Politik am allermeisten, dass da immer mehr irgendwie eigentlich nur Literatur produzieren. Sie betrachten die Welt, wenn ich mir das erlauben darf. Natürlich. Das ist eine journalistische Sicht der Dinge. Aber es geht ja darum, dass man Politik macht. Und das ist das, wofür die Bürgerinnen und Bürger einen wählen. Und diese Zukunftsmissionen, die sind wichtig. Ich glaube, wenn wir den jetzigen Zeitpunkt verpassen, dann haben wir ihn dauerhaft verpasst. Es geht also nicht um eine leicht wieder zu korrigierende Entscheidung, sondern es geht darum, welchen Weg unser Land in den nächsten Jahrzehnten einschlägt.
Ja, herzlich willkommen nochmal zum Talk Mission Zukunft. Und wir haben es eben schon angedeutet, Olaf Scholz, wir haben uns natürlich ein paar Gäste geladen, die nicht nur Literatur sind, sondern ich bin mir ganz sicher, die werden auch etwas dazu sagen können und werden sie auch fordern und werden natürlich auch Antworten haben wollen. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie begrüßen kann. Und zwar ist das Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzende von BASF, eine der Wirtschaftsweisen, Professor Veronika Grimm, der Nachhaltigkeitsforscher Professor Kai Niebert und Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der IG Bergbau Chemie. Herzlich willkommen, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns an diesem Sonntagnachmittag zu diskutieren. Was haben wir vor in den nächsten 90 Minuten? Wir wollen erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen und den Gästen auch die Gelegenheit geben, sich und ihre Themen vorzustellen. Was ist Ihnen wichtig? Wofür brennen Sie? Das ist uns ganz wichtig. Dann steigen wir in die Diskussion ein, die sich ja um die ganz große Frage dreht, wie schaffen wir es, Deutschland bis 2050 klimaneutral zu machen. Und ich würde gerne anfangen, Veronika Grimm, mit Ihnen. Sie lehren Volkswirtschaft an der Universität Nürnberg-Erlangen. Seit 2020 sind Sie eine der Wirtschaftsweisen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich zitiere nochmal, wie das Gremium heißt, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Olaf Scholz, Sie lachen schon ein bisschen. Wir nennen es immer den Rat der Weisen. Ich glaube, wir belassen es dabei. Frau Grimm, Sie haben in einer Ihrer letzten Kommentare geschrieben, die Zukunft der deutschen Wirtschaft hängt davon ab, ob wir das mit der Klimaneutralität bis 2050 schaffen. Schaffen wir das? Ja, ich glaube, wir schaffen das. Wir haben in den vergangenen Jahren ja auch echt einen Paradigmenwechsel in der Energie- und Klimapolitik erlebt. Daran hat die junge Generation garantiert einen großen Anteil. Aber ein entscheidender Schritt war jetzt das Bekenntnis zur Klimaneutralität 2050. Damit sind einige Streitigkeiten auch beigelegt. Es ist jetzt klar, dass wir in großem Umfang eben auch stoffliche Energieträger, Wasserstoff und darauf basierende synthetische Energieträger brauchen. Vieles kann direkt elektrifiziert werden, aber eben nicht alles. Und diese Lücke müssen wir schließen. Das erfordert einen umfassenden Strukturwandel, in dem wir uns eigentlich gerade schon befinden, aber es bietet eben auch ganz große industriepolitische Chancen. Und das bedeutet eigentlich, dass wir jetzt in einer Welt sind, in der man sagen kann, nicht Wohlstand trotz Wandel, sondern Wohlstand durch Wandel. Das heißt, wir müssen die Chancen jetzt ergreifen. Aber das ist natürlich in aller Welt so. Viele Staaten dieser Welt sehen, dass sich die Technologien der Zukunft ändern werden. Und da geht es eben auch um die Weltmärkte, auf denen die Schlüsselkomponenten für diese zukünftigen klimaneutralen Wertschöpfungsketten produziert werden. Das heißt, wir haben zum einen diese energie-klimapolitischen Fragestellungen, aber eben auch ganz große industriepolitische Fragestellungen, die viel bewegen werden in den nächsten 10 Jahren. Vielen Dank soweit für die Einschätzung. Ich sehe, Sie haben es sich alle zu Hause bequem gemacht schon. Das ist eins der schönen Vorteile, die man vielleicht hat. Man kann so ein bisschen gucken, wo jemand ist und welchen Hintergrund er sich gewählt hat. Das haben wir uns ja alle schon ein bisschen angeübt. Martin Brudermüller, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben am Sonntagnachmittag. Chemiker, das wird noch Bedeutung haben in dieser Runde. Hoffe ich, dass Sie uns das ein oder andere auch erklären, wenn wir zum Wasserstoff kommen. Seit 2018 an der Spitze des größten Chemiekonzerns BASF. Weltweit rund 118.000 Mitarbeiter, in Deutschland allein 50.000. Sie haben kürzlich gesagt, auch in einem Kommentar geschrieben, die Energietransformation hin zur Klimaneutralität ist ein Muss. Es wird aber ein langer und schwieriger Weg. Was ist so schwierig aus Ihrer Sicht? Ja, Frau Brink, ich glaube in der Tat, an der Transformation in die Klimaneutralität führt kein Weg vorbei. Und das COP26 in Glasgow im November wird die Reihen auch schließen bei Net Zero in 2050, sowohl für Länder als auch für Unternehmen. Und ich glaube, die Chemieindustrie ist eine Schlüsselindustrie. Sie ist nicht nur der Materiallieferant für die weiteren produzierenden Industrien. Sie liefert auch viele der notwendigen Innovationen für das gesellschaftliche Zukunftsbild. Und sie ist energie- und emissionsintensiv. Und deshalb glaube ich, dass es sich an der Chemieindustrie zeigen wird, ob die Transformation gelingt und was wir dafür wirklich dann auch brauchen. Energieintensität heißt immer Emissionen, aber natürlich auch Kosten. Und deswegen ist auch das Thema Reduktion von CO2 kein wirklich neues in der Chemieindustrie. Am Beispiel der BASF in 1990 haben wir die CO2-Emissionen halbiert und die Produktionsmenge verdoppelt. Wir spüren aber jetzt, dass wir natürlich mit den Technologien am Ende sind. Das heißt, nach vorne betrachtet, erfolgsentscheidend ist, dass die neuen CO2-armen Technologien für die Transformation wirtschaftlich werden. Diese neuen Technologien basieren letztendlich alle auf Strom. Das heißt, CO2
frei natürlich auf erneuerbaren Energien. Das heißt, es geht also in der Breite um Elektrifizierung von Prozessen. Ein Thema ist ultimativ wichtig, ganz am Anfang. Internationale Wettbewerbsfähigkeit bei der Transformation muss ganz oben stehen. Sonst wird die Transformation nicht gelingen und die Industrie kann sie auch nicht einleiten. Im Kern geht es um drei Erfolgsfaktoren. Erstens, wir brauchen Strom aus erneuerbaren Quellen in sehr, sehr großen Mengen zu einem Preis von maximal 5 Cent pro Kilowattstunde. Zweitens, die Industrie muss die Technologien entwickeln, sie muss sie erproben und dann aber auch sehr schnell skalieren. Und das gilt für die Weiterentwicklung der Produktionstechnologien für die Erneuerbaren natürlich genauso. Und drittens, die Politik muss einen völlig neuen Regulierungsrahmen entwickeln, der auf einer wirtschaftlichen Umsetzung beruht und nicht Strafen in den Mittelpunkt stellt oder Träume und Wünsche geleitet ist. Ohne eine grundsätzliche Reform für Umlagensystems und auch Abgabensystems für Strom wird es nicht gehen. Lassen Sie mich ein paar mehr Sätze zu den Punkten sagen. Erstens, die erneuerbaren Energien, die sind heute wettbewerbsfähig, und zwar bei den Herstellkosten ohne Subventionen. Und deswegen brauchen wir auch ganz schnell, möglichst schnell einen Ausbau, ganz besonders von dem Offshore-Windpark und der nötigen Infrastruktur dazu. Der Strombedarf in Deutschland, das hat Herr Scholz gerade richtig gesagt, der wird durch die Elektrifizierung und den Ersatz der fossilen Brennstoffe sich mindestens verdreifachen. Und ich glaube, das Missionspapier der SPD gibt hier auch die richtigen Antworten. Wenn es dann um die Umsetzung der Industrie geht, lassen Sie mich das kurz am Beispiel der BASF zeigen. Wir haben ein ganzes Bündel von Pilotprojekten, die wir jetzt auf den Weg bringen wollen. Elektrifizierung von Kreckeröfen, CO2-freier Wasserstoff, Elektrifizierung von Dampfproduktion und auch Elektrifizierung von Chemieprozessen, wie zum Beispiel unsere Batteriematerialien. Komplizierte Fördermodelle und auch die Zeitrampe für die Genehmigung, die halten uns jetzt auf. Wir würden gerne loslegen und können eigentlich nicht, weil wir warten müssen. Lassen Sie mich auch sagen, dass alle diese Technologien heute mit der heutigen EEG-Umlage nicht wirtschaftlich sind, weder bei den Investitions- noch bei den Betriebskosten. Und deswegen wird es ganz wichtig, dass wir dort ansetzen, denn in der zweiten Hälfte der Dekade wollen wir die dann auch skalieren. Wir haben nicht viel Zeit. So, nun ganz zum Schluss kurz zum Part der Politik. Wir brauchen dringend auch Innovationen und Quantensprünge in der Politik. Und zwar, wir brauchen substanzielle politische Reformen. Mit klein-klein an den bestehenden Systemen wird es nicht gehen. Das EEG muss schnellstens weg. Wir müssen, das ist zur Innovationsbremse geworden. Wir müssen die Stromsteuer reduzieren. Wir müssen auch den Netzausbau schnell vorantreiben und dann auch bei den großen energieintensiven Industrien darüber reden, wie wir uns an den Netzgebühren entlasten können. Wir brauchen aber auch, das gehört auch dazu, einen langfristig kalkulierbaren CO2-Preis. Und dann haben wir die Konstellation, mit der wir, glaube ich, die notwendigen Investitionen auf den Weg bringen können und in die richtige Richtung gehen. Ich hätte gern einen Deal zwischen der Industrie und der Politik, und zwar sowas wie ein Klimakontrakt. Und zwar unser Versprechen, wir in der Industrie bringen die Innovationen, die Investitionen schrittweise in eine CO2-reduzierte Zukunft. Und das Versprechen der Politik ist, die liefert einen großen Wurf bei den regulierenden Rahmenbedingungen, die das möglich macht. Und ich glaube, da klappt es. Vielen Dank, Herr Brudermüller. Und wir haben es natürlich uns nicht nehmen lassen, sozusagen Ihren Sparringspartner auch noch einzuladen, nämlich einen aus dem Aufsichtsrat von BASF, Michael Vassiliadis, Chefstuhl seit 2009, IG Bergbau Chemie Energie. Sie sind zuständig für 600.000 Mitglieder verantwortlich, waren Mitglied in der Kohlekommission und jetzt auch beim Wasserstoffrat der Bundesregierung. Sie sagen immer gerne, kommen wir doch mal vom Reden ins Machen. Das hehre Ziel Klimaneutralität 2050 vor Augen. Was muss denn jetzt sofort gemacht werden? Ja, zunächst einmal ist richtig, die IGBCE ist die Organisation, die in der energieintensiven Industrie ihre Mitglieder hat. Das heißt, wir sind wirklich gewohnt, das zu übersetzen, was Transformation bisher hieß. Das hieß nämlich weitgehend, ob notwendig oder nicht, im Einzelfall abschalten. Wir haben es bei der Kernenergie begleitet, wir haben es bei der Steinkohle und bei der Braunkohle begleitet. Das ist jetzt in einem sicheren und vernünftigen Plan. Das ist auch wichtig so, sodass ich unbedingt unterstreichen möchte, dass der Weg frei ist. Der Weg frei ist, um auch einige der, wenn man sehr aufgeheizten politischen Debatten jetzt in eine Machbarkeit zu führen. Einige Dinge sind angesprochen, klare Rahmenbedingungen, klare politische Missionen. Ich bin sehr, sehr dafür, eine Verlässlichkeit zu schaffen, die jetzt über 10, 15 Jahre, soweit es eben geht, den Unternehmen, aber auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen klaren Pfad bietet,
wie denn diese Transformation für Sie dann auch aussehen will. Warum erwähne ich das so explizit? Weil wir uns sehr, sehr viel Kraft am Ende auch verschwendet haben in Konflikten der letzten Jahre und wir jetzt unbedingt einen neuen Modus brauchen. Es gibt keine großen Meinungsunterschiede mehr über 2050. Es gibt ein paar Verrückte, die das im politischen Spektrum natürlich nicht wollen. Aber im Großen und Ganzen sind die großen Treiber, Wirtschaft, Gewerkschaften, die Zivilgesellschaft, am Ende auch Fridays for Future, wir sind uns doch alle einig. Jetzt ist also nicht mehr die Frage, setzt sich jemand durch in der besten Kampagne, sondern setzen wir uns gemeinsam durch mit einem verlässlichen, sicheren Plan. Dazu gehören die Rahmenbedingungen, da gehört die Finanzierung dazu. Da gehört aber vor allen Dingen auch dazu, dass wir Technologie und Innovation ins Zentrum stellen. Ich bin ein bisschen müde, die CO2-Reduktion in Deutschland über Abschalten zu beobachten. Vielen Dank, Michael Vassiliadis. Und ich begrüße Kai Niebert, Professor für Nachhaltigkeit an der Uni Zürich. Sie sind Präsident des Umweltdachverbandes Deutscher Naturschutzring, sozusagen der oberste, ja sagen wir mal nach der Umweltminister, oberste Naturschützer, sind SPD-Mitglied, haben auch in der Kohlekommission gewirkt und sitzen jetzt im Bioökonomierat der Bundesregierung. Herr Niebert, wie hält es denn der oberste deutsche Umweltschützer nach der Umweltministerin mit der eigenen Partei in Sachen Klimaschutz? Ja, man kann manchmal glauben, es ist eigentlich ganz einfach, aber wenn ich mir gerade die Debatten des heutigen Tages anschaue und das auch, was Olaf Scholz da gerade vorgestellt hat, muss ich sagen, macht es doch Mut. Wenn ich mir mal die Umweltpolitik der vergangenen Jahrzehnte anschaue, dann haben wir in Deutschland durchaus einiges erreicht. Das kann ich gar nicht anders sagen. Wir haben Nationalparke eingerichtet, wir haben Naturschutzgebiete eingerichtet und auch im Detail eine ganze Menge geregelt. Insgesamt ist es aber so, dass wenn man so die großen Indikatoren anschaut, egal ob nun Artenvielfalt, egal ob beim Klimaschutz, egal ob beim Flächenverbrauch, die Indikatoren stehen alle noch auf Rot. Und genau deswegen ist es eben wichtig, gerade wenn man Umweltpolitik betreibt, eben nicht nur in den Umweltsektor an sich reinzuschauen, sondern in die Wirtschaftspolitik, in die Finanzpolitik, in die Sozialpolitik hineinzuschauen. Deswegen ist, glaube ich, die Verknüpfung Sozialdemokratie, Umweltpolitik eine ganz wichtige. Und was das bedeutet, da müssen wir nur in Fragen hineinschauen, wo zum Beispiel die Landwirtschaft, um hier mal ein anderes Thema auch noch heranzuziehen. Ja, wir mästen gerade Schweine mit Futter, das wir nicht haben, um Fleisch zu produzieren, das wir nicht brauchen. Das finanzieren wir dann mit Steuermitteln und subventionieren das, den Export da nach China. Und das führt dazu, dass bei uns hier die Böden völlig überdüngt werden mit Nitraten. Oder an anderer Stelle, wo auch die Weichen etwas schiefgestellt wurden, vielleicht nehmen wir mal die Automobilpolitik, wo das Ordnungsrecht ja gerne auch mal ein bisschen gedehnt wurde, auch oft von der Bundeskanzlerin in Brüssel so eingerichtet wurde, dass eben doch ein paar mehr SUVs gebaut werden können und das eben zu bekannten Dieselskandalen führte. Also ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit so ein paar falsche Weichenstellungen und da finde ich jetzt, wenn ich mir die Missionen, die Zukunftsmissionen anschaue, muss ich tatsächlich auch aus umweltpolitischer Sicht an dieser Stelle mal meinen Hut ziehen. Denn ich finde, da gibt es einen ganz entscheidenden Satz drin. Ich lese ihn mal vor. Wir wollen eine Wirtschaftspolitik, die den klaren Anspruch hat, die Ausrichtung des Wachstums mitzugestalten, statt nur Bestehendes zu konservieren und dabei die Unternehmen im Strukturwandel zu unterstützen. Ich glaube, genau darum geht es. Es geht jetzt darum, eine ökologische Wirtschaftspolitik zu machen. Das ist das, was die SPD ja auch schon vor Jahren als Konzept entwickelt hat und auch angefangen hat, mit der Energiewende umzusetzen. Und ich glaube aber, Frau Brink, Sie haben ja die Frage gestellt, wie geht da Umweltpolitik und Sozialdemokratie zusammen? Das geht ganz besonders an einem Punkt. Ich habe mit Kollegen vor ein paar Jahren mal aufzeigen können, dass eben genau in den Staaten der ökologische Fußabdruck, also die Umweltnutzung besonders groß ist, wo eben die sozialen Belastungsgrenzen auch permanent überschritten werden, wo eben auch sowohl Einkommens- als auch als Vermögensungleichheit besonders groß ist. Und das zeigt nochmal ganz klar auf, wir werden nur eine gute Umweltpolitik machen können, wenn wir gleichzeitig eine gute Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik machen können. Also wenn wir es schaffen, diese auch sozialen Ungleichheiten zu vermeiden. Und aus meiner Sicht ist das, was wir
jenseits von wirklich gelungener ökologischer Wirtschaftspolitik brauchen, so eine Art neuen Gesellschaftsvertrag. Michael Vassiliadis hat es gerade angesprochen, die grundsätzlichen Debatten der Vergangenheit sind eigentlich geschlagen. Jetzt geht es darum zu gestalten. Und ich glaube, dass wir da drei Dinge miteinander verknüpfen müssen. Wir brauchen erstens mehr ökologische Verantwortung. Wir brauchen aber auch eine stärkere Kultur der Teilhabe. Wir werden sicherlich nachher noch auch auf die Frage, wie kriegen wir dann auch beim Windausbau wieder mehr Speed rein. Mit einer Kultur der Zukunftsverantwortung verknüpfen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen und uns dabei nicht im Mikromanagement verlieren, dann können wir tatsächlich den großen Wurf machen. Und insofern würde ich sagen, die SPD kann Wirtschaftspolitik, das hat sie in der Vergangenheit gezeigt, und sie hat den Anspruch zu gestalten und genau mit diesem Anspruch tatsächlich auch Wachstum nicht ungelenkt geschehen zu lassen, sondern dem eine Richtung zu geben, würde ich sagen, wenn wir es so schaffen und konsequent tatsächlich die fossilen Sackgassen der Vergangenheit zu verlassen, dann bin ich hier, glaube ich, bei der Sozialdemokratie ganz richtig. Vielen Dank, Herr Niebert. Olaf Scholz, Sie haben es ja in Ihrer Rede auch und in Ihrem Vortrag auch angemerkt, von Mission gesprochen, wie Ihnen das irgendwie nahe geht. Trotzdem nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Und ich sehe jetzt sozusagen unsere Panelisten alle lächeln und nicken nach dem Motto, wir haben die Signale verstanden. Sie haben es ja angemahnt, das ist eigentlich so ein Wechsel wie Ende des 19. Jahrhunderts, als sich Deutschland auf dem Weg zu einer Industrienation gemacht hat mit fossiler Energie. Jetzt soll es ohne mit erneuerbaren Energien funktionieren. Haben wirklich alle die Signale verstanden, dass es jetzt passieren muss? Ich fürchte nein. Deshalb ist es wichtig, dass das jetzt auch genau diskutiert wird. Und ich will ergänzen, wenn die Signale jetzt nicht verstanden werden und wenn wir jetzt nicht Konsequenzen ziehen, dann werden wir in 10, 20, 30 Jahren das nicht mehr können. Also es geht ja ganz konkret um die Zukunft auch von Arbeitsplätzen und Wirtschaft dabei. Wenn wir jetzt gehört haben, was Herr Brudermüller gesagt hat über sein Unternehmen und seine Branche, da hat ja auch Michael Vassiliadis etwas zugesagt. Wenn wir haben eigentlich in der Welt, die da vor uns steht, nur eine Chance, wenn wir wirklich vorne an sind, was die Technologien betrifft. Und das ist eine Möglichkeit, nochmal für 30, 40, 50 Jahre vorne an zu sein und eine Lösung zu bieten für sehr, sehr viele Fragen. Das ist ja doch gar nicht so schwer zu beantworten. Es werden, glaube ich, 300 Kohlekraftwerke auf der Welt geplant oder noch viel mehr, also richtig viele. Da können wir niemanden dran hindern. Aber wenn wir in Deutschland Technologien entwickeln, mit denen man das anders machen kann, wenn wir unsere industriellen Prozesse so ausgestalten, dann können auch andere das machen. Und gleichzeitig haben wir das. Ich greife mal das Thema Wasserstoffwirtschaft auf. Das ist ja eine Technologie, die ist nicht neu. Die können wir in Deutschland schon seit ziemlich vielen Jahrzehnten. Was noch nicht passiert ist, ist, dass sie die Bedeutung hat, die sie für den Umbruch hinkriegt. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden andere das tun, aber wir werden deindustrialisiert. Und das führt zu einer vollständigen Veränderung der Betrachtungsweise. Unsere industrielle und wirtschaftliche Zukunft wird nicht behindert durch die ökologische Transformation, sondern wenn wir es so machen, dass wir solche Missionen voranbringen, dann wird es unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand sichern. Das ist der Zusammenhang, der neu ist. Und das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Aber das setzt voraus, dass wir es jetzt tun. Meine These ist, in 10 Jahren ist es zu spät. Und darum geht es um eine Sache, die von höchster Bedeutung ist. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht einzuhaken und sich zu fragen, ja, wer muss denn jetzt eigentlich welche Hausaufgaben machen? Also die Signale vielleicht nicht alle verstanden, aber ich bin mir ziemlich einig, unsere Gäste und natürlich haben es alles verstanden. Ich will mal bei Ihnen anfangen oder weitermachen, Herr Brudermüller. Welche Hausaufgaben müssen Sie denn machen? Na, ich glaube, ich habe es angedeutet. Wir haben das sogenannte Carbon Management Programm, das heißt eigentlich ein Technologieportfolio entwickelt, das wir brauchen, um diese Wende hinzukriegen. Wir haben nicht alles jetzt, bis jetzt, aber sehr viele der Bausteine und die nächsten werden wir vermutlich in den kommenden Jahren haben. Wir machen jetzt als ersten Schritt Pilotanlagen, weil wir in wenigen Jahren das lernen müssen und dann in der zweiten Hälfte der Dekade die großen Investitionen, das zu kommerzialisieren. Denn wenn wir das Tempo nicht haben und nicht nehmen, dann werden wir auch in 2030 nicht den entsprechenden Beitrag leisten. Also ich kann nur der Politik nochmal, und das hat der Herr Scholz gerade auch gesagt, Technologieförderung. Technologieoffenheit. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ich setze ganz einfach darauf, dass nochmal eine sehr, sehr große Kreativität kommen wird an neuen Technologien, an Weiterentwicklungen, auch Technologien, die heute nicht wirtschaftlich sind, eben dran zu bleiben und die wirklich wirtschaftlich zu machen. Und
wir kaprizieren uns immer so gerne auf die letzte Meile bei 2050. Mir ist eigentlich die erste und die zweite Meile viel wichtiger. Und das sind die Bausteine, die kommen müssen bis 2025 und 2030. Und wenn wir dann für die zweite Hälfte eben, wenn sozusagen die Kommerzialisierung, die Skalierung und auch die großen Investitionen kommen, dann müssen wir wirklich auch das Regulierungsumfeld parat haben, dass die zwei Dinge zusammengehen. Und dann wird es auch automatisch eine Skalierung geben und dann wird es auch Wirtschaftlichkeit geben und dann läuft es. Also insofern, ich glaube, jetzt im Moment ist Innovation ein bisschen Mut für die ersten Schritte angesagt. Ich sehe schon, Frau Grimm, Sie schauen etwas skeptisch. Ach, ich schaue gar nicht skeptisch. Ich glaube, es ist genau richtig. Also die Hausaufgaben sind umfangreich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man vieles zusammendenkt in dieser Situation. Die Idee der Missionen ist generell eine sehr, sehr gute Idee, weil es einfach klar macht, dass es Bewegung braucht für zukünftigen Wohlstand. Und das auf eine positive Art und Weise. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jeden und jede mitnimmt und jedem in der Bevölkerung auch ein Angebot macht, das klar ist, es gibt viel zu gewinnen, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, die Bevölkerung mitzunehmen und auch an die unteren Einkommensklassen zum Beispiel zu denken und zu überlegen, wie kann man solche Transformationen gestalten, dass die auch Akzeptanz erfährt in dem Sinne, dass sie nicht denjenigen, die eh wenig haben, besonders viel aufbürdet. Wir haben im Gutachten des Sachverständigenrats uns auch damit befasst, wie kann man, wenn die CO2-Preise Stück für Stück steigen, ich würde denken, die sollten eigentlich ambitionierter steigen, als wir das aktuell vorsehen, aber da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Wir müssen im Gegenzug eine umfassende Reform angehen der Abgaben und Umlagen im Energiebereich. Und das kann natürlich auch zur Entlastung führen. Wenn man das richtig macht, kann das sogar die gerade die unteren Einkommensklassen noch netto entlasten, sodass man da auch sieht, dass es eben nicht auf Kosten Fairness, Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Reformen einfach so ausgestaltet, dass die auch von der breiten Bevölkerung getragen sind. Gleichzeitig hat man jetzt schon gesehen, das hat Herr Brudermüller ja sehr plastisch beschrieben, dass genau diese Reform der Abgaben und Umlagen auch für die Industrie entscheidend sind, um eben Anreize zu haben, zunehmend erneuerbaren Strom im Sinne der Sektor, für die Sektorkopplung zu nutzen und dafür Mobilität, Wärme, Industrieanlagen zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Also man schlägt da quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man das sehr konsequent angeht und nicht selektiv einzelne Bereiche, die gerade den höchsten Bedarf anmelden, von Abgaben und Umlagen ausnimmt und dann das auf die anderen umlegt. Da ist nichts gewonnen. Da wird man wahrscheinlich sich am Ende nicht durchsetzen können und keine Akzeptanz erfahren. Herr Scholz, bitte. Ich will das unterstreichen. Ich habe ja schon in meiner Rede gesagt, bis zum Ende der Legislaturperiode muss die EEG-Umlage, darf die keine Belastung für die Wirtschaft mehr sein. Dann brauchen wir auch all die Ausnahmen, von denen Frau Grimm gesprochen hat, nicht mehr. Das ist ein großer, großer Fortschritt. Und aus meiner Sicht ist das eine Aufgabe, die schon zu den großen Projekten der kommenden Legislaturperiode gehört. Denn wir haben Einnahmen von weit über 20 Milliarden Euro aus der EEG-Umlage. Wir werden durch die CO2-Bepreisung etwa 14 Milliarden Gegengeschäft haben, um sie praktisch zu verbilligen. Das haben wir schon beschlossen. Da habe ich sehr darauf bestanden, dass wir diesen Weg gehen im Rahmen der Klimapolitik der Bundesregierung. Aber da fehlt ja noch 10 plus x Milliarden Euro. Und das werden wir als großes Umschichtungsprojekt zustande bringen müssen. Das geht ja nicht so einfach. Für die Industrie ist wichtig, dass sie das Enddatum kennt. Denn wenn Herr Brudermüller oder jemand aus der Stahlindustrie oder aus der Automobilindustrie eine Entscheidung trifft, dann wollen die gar nicht wissen, wie es ist nächstes Jahr. Gern auch. Aber sie wollen wissen, wenn ich Milliarden investiere, kann ich mich darauf verlassen, dass die Rahmenbedingungen dann, wenn die Investitionen relevant werden, auch stimmen. Und diese klare Aussage, die müssen wir zustande bringen. Deshalb muss es das zentrale Projekt sein für die Legislaturperiode. Die Hausaufgabe, die die Politik sozusagen machen diese muss. Diese eine Sache gehört mit dazu. Also wir haben ja viele andere jetzt hier im Gespräch. Aber das eine Zentrale ist, dass wir das machen. Frau Grimm hat das schöne Wort Sektorkopplung verwandt. Das kennen, glaube ich, die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht. Das erklären Sie es uns. Soll letztendlich bedeuten, dass wir ermöglichen, dass die Entwicklung in der einen Wirtschaftsbereich den anderen nicht behindert. Und wenn wir also jetzt sicherstellen wollen, dass viel mit Strom gemacht wird,
ob das nun die persönlichen Sachen zu Hause sind oder das Autofahren oder ob das jetzt industrielle Prozesse sind, wo unglaubliche Gewinne für das Klima zu erzielen sind, dann kann der Strom nicht teuer sein. Das ist ja einfach offensichtlich. Und das müssen wir zustande bringen. Verlässlichkeit, das ist das, was Politik als Hausaufgabe sozusagen mitnimmt. Herr Vassiliadis, Sie sind ja, ich habe schon gesagt, für 600.000 Mitglieder auch zuständig, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Und da gibt es ja, muss ich Ihnen nicht erzählen, große Ängste. Gehört das nicht zu Ihren Hausaufgaben auch, das zu erklären, was nötig ist? Absolut. Und es gibt Ängste, es gibt Sorgen natürlich in vielen Branchen, was die Zukunft und was die Arbeitsplätze anbelangt. Jetzt natürlich noch mal ein bisschen geboostet durch die Corona-Krise. Aber auch, ob denn am Ende diese Balance, über die wir die ganze Zeit sprechen, zwischen Chancen, die in einer solchen Transformation in neuen Technologien, in neuen Pfaden stecken und den Lasten, die daraus entstehen können. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir jetzt aufhören, sozusagen die alten Schlachten zu schlagen. Und das finde ich sehr gut an dem Papier und den missionsorientierten Signalen. Hier wird der Versuch unternommen, auch Pfade, die man in der Vergangenheit als Sozialdemokratie selbst bestellt hat, im Zweifel mit der Bereitschaft zu versehen, in Frage zu stellen, damit das Ganze nach vorne logisch bleibt, damit das Ganze nach vorne sozial bleibt und natürlich auch, was die Investitionen und Technologien anbelangt, funktioniert. Also wir brauchen eine neue Balance nach 20 Jahren EEG, hat seine Erfolge gehabt, ist wichtig, ist aber auch Geschichte. Wir brauchen eine Neujustage, einmal für die Unternehmen, das ist bereits angesprochen, aber es gehört auch nicht zu den gerechtesten Instrumenten, die Deutschland kennt, weil untere Einkommensgruppen natürlich von gar nichts entlastet werden beim EEG. Wir brauchen ein klares Signal für die Beschäftigten, dass eben eine soziale und Transformationsbegleitung stattfindet, durch Weiterbildung, durch neue Jobs, die entstehen, die übrigens dann auch gerne gut bezahlt werden können, weil ein Teil der bisherigen grünen Jobs zwar begrüßt werden, und das ist auch richtig so, aber nicht gut bezahlt werden, sich nicht gewerkschaftlicher Gestaltung etc. stellen. Und dieser Ansatz in der missionsorientierten Wirtschaftspolitik zu sagen, wir wollen das alles gleichzeitig, wir suchen uns nicht einen Pfad aus, der wichtig und wünschenswert wird, wie nur die ökologische Seite, sondern wir versuchen, das in Balance zu halten, hat im Moment nicht überall im Populismus die größte Konjunktur, ist aber am Ende für meine Mitglieder, für diejenigen, die als Facharbeiter versuchen zu verstehen, wohin Politik mit diesem Transformationskurs will, eigentlich eine extrem attraktive Antwort, weil dort wird verstanden, was gemacht werden soll. Und da kann man sich einloggen als kreativer und als engagierter Arbeitnehmer, und die Gewerkschaften, die IGBCE, aber auch die anderen Gewerkschaften im DGB, werden das entsprechend begleiten. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, der auch wichtig ist. Neben der Frage Finanzierung und soziale Ausgestaltung, glaube ich, müssen wir die Steuerungsparameter von Wirtschaft aufrufen. Im Unternehmen von Herrn Brudermüller gibt es auch eine Initiative, die geht schon mittlerweile um die ganze Welt, nämlich Kennzahlen für Management, Kennzahlen für Bilanzierung auch so zu gestalten, dass die gesamte Wirtschaft auch rechenbar erhält, was wir jetzt an großen Zukunftsschritten vor uns haben. Das finde ich extrem wichtig, damit die Dynamik am Ende auch in aller Breite entsteht. Vielen Dank. Kai Niebert, Sie sind ja nicht nur Professor für Nachhaltigkeit, sondern auch für Didaktik. Und wenn es um Hausaufgaben geht, kann ich mir gut vorstellen, dass Sie da noch den einen oder anderen Tipp parat haben. Ich formuliere es mal ein bisschen anders. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hausaufgaben, die zum Beispiel die Industrie oder auch die Politik erledigen muss? Wenn Sie Didaktik mit Hausaufgaben verbinden, dann... Ich wollte es nicht abwerten. Ich würde gerne noch einmal kurz beim EEG ansetzen. Das EEG war eine hervorragende sozialdemokratische Erfindung. Denn das EEG war es, dass es dafür gesorgt hat, dass die erneuerbaren Energien weltweit marktgängig werden. Ich war neulich auf einer, schon ein bisschen her mittlerweile, auf einer Konferenz in Schweden, wo sich tatsächlich jemand von einem großen schwedischen Energiekonzern bei mir bedankte dafür, stellvertretend für Deutschland, da tatsächlich diese
diese Technologie marktreif gemacht zu haben. Und insofern, ich glaube, das war ein richtiges Instrument, aber wir müssen es nun weiterentwickeln. Und wir brauchen auch neue Instrumente, um den Strom bezahlbar zu lassen. Und wenn es um eine Hausaufgabe geht, ich glaube, das, was wir in der Kohlekommission versucht haben, nämlich genau diesen Interessenausgleich zu schaffen, den Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Perspektive zu geben in dieser Transformation, in diesen Umbrüchen, die natürlich auch persönliche Umbrüche sind, der Industrie eine Perspektive zu bieten und auch langfristig tatsächlich bezahlbare und konkurrenzfähige Strompreise zu haben, Regionen eine Perspektive zu bieten, denn es hilft ja nichts, wenn wir da einzelne monokulturelle Regionen, wie wir es ja häufig gerade im Osten gehabt haben, die rein auf Energieversorgung gesetzt haben, da alleine zu lassen, zusammenzudenken mit einem gesellschaftlichen Interesse. Und ich glaube, dass diese Idee des Interessensausgleichs noch viel stärker ist, den wir auch verinnerlichen müssen auf allen Seiten. Ich glaube, dass uns das bei der Kohlekommission noch nicht ganz gelungen ist. Da habe ich nie einen Hehl draus gemacht, dass das Ergebnis mir da damals nicht ausgereicht hat. Und ich glaube, mit dem, wie wir aber heute so da auch die Entwicklungen sehen, wird meine damalige Prognose, dass der Kohleausstieg 2030 plus minus kommen wird, sich wahrscheinlich verwirklichen. Ich glaube, dass das was ist, worauf wir uns stärker einlassen müssen, diesen Interessenausgleich verknüpft mit der notwendigen Ambition. Olaf Scholz hat vorhin nochmal die Bedeutung der Klimaneutralität 2050 hervorgehoben. Ich glaube, dass wir an einigen Stellen durchaus schneller sein müssen und auch können. Gerade der Stromsektor wird es schaffen, wenn wir da tatsächlich die Hemmnisse jetzt mal aus dem Weg nehmen, Mitte der 30er Jahre tatsächlich klimaneutral zu sein. Und insgesamt müssten wir auch aus den fossilen Energieträgern bis, naja, zumindest Anfang 2040 raus sein, damit wir eben, und dann sind wir wieder, Herr Brudermüller, bei der letzten Meile. Wir wissen alle, dass die letzte Meile nicht nur beim Marathon die schwierigste ist, sondern auch an verschiedenen Stellen in der Industrie die schwierigste sein soll, damit wir da entsprechend die Zeit für haben. Aber das heißt natürlich, dass wir da jetzt ranklotzen müssen. Und ich sehe tatsächlich auf der einen Seite viele Verwaltungshemmnisse auf dem Weg liegen. Ich sehe, dass es Fehlsteuerungen gibt. Wir haben immer noch eine wahnsinnige Subvention in die Vergangenheit. Ja, 57 Milliarden umweltschädliche Subventionen. Jeden Euro, den Olaf Scholz da im Moment im Finanzministerium versucht, in Zukunft zu steuern, der kämpft ja gegen so einen alten an. Das wäre eine Hausaufgabe, die wir aus dem Weg räumen müssen. Und dann tatsächlich, ich glaube auch, wir müssen uns nochmal das vielleicht auch in Richtung Politik an dieser Stelle wir brauchen wieder mehr Mut zum Ordnungsrecht. Eben war die Planungssicherheit war angesprochen und ich glaube, wenn wir tatsächlich so Flöcke einschlagen wie, sagen wir mal ganz, ich weiß, es ist ein Reizthema, keine Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2030 mehr. Das setzt ein Signal, da weiß ich, wie ich jetzt investieren muss, sodass ich meine Produktionslinien Ende der 20er Jahre entsprechend aufgebaut habe. Von daher hat Olaf Scholz da vollkommen recht zu sagen, die 20er Jahre sind entscheidend und wir müssen aber jetzt auch den Mut haben, die richtigen Leitplanken zu setzen. Das vielleicht als die große Hausaufgabe. Olaf Scholz, die große Hausaufgabe. Als eine von vielen, die er Ihnen gegeben hat. Planungssicherheit, Stichwort, ist ein großes auch für die Industrie. Planungssicherheit ist wichtig. Herr Brudermüller hat das gesagt. Ich habe vor kurzem mit der Stahlindustrie in Deutschland gesprochen. Denen geht es so ähnlich. Und das ist ja eine komplette Trendwende eigentlich. Meine These, das ist ein Basisüberbauproblem. Also die Konservativen in diesem Lande sind immer noch der Meinung, nichts tun ist die richtige Strategie und verteidigen lobbyistische Positionen, die die Industrie sicher vor 5 Jahren eingenommen hat. Aber sie haben gar nicht begriffen, dass fast überall schon milliardenschwere Investitionen geplant werden in den verschiedensten Sektoren, die Klimaneutralität möglich machen und dass das aber voraussetzt, dass man sich darauf verlassen kann. Ja. Also wenn dann plötzlich der Weg abgeschnitten wird und es wird dann alles wieder rückgedreht und es werden fossile Energien ganz billig gemacht, dann sind die milliardenschweren Investitionen nicht rentabel. Insofern gibt es einen Rahmen, auf den man sich verlassen können muss. Wenn das mit der Verbilligung der Strompreise nicht klappt, dann sind diese Investitionen nicht rentabel.
Und deshalb müssen wir klare Vereinbarungen, klare Regeln festsetzen. Wir kommen nicht durch mit der Haltung, es geschieht von alleine. Und das ist das, was ich immer mit dem von Ihnen schon erwähnten Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts gemeint habe. Das Eisenbahnwesen in Deutschland wäre nicht entstanden von alleine. Die Versuche hat es gegeben, so wie jetzt auch alles Mögliche passiert, aber das große Netz ist entstanden, als es dann als Gemeinsames auf den Weg gebracht wurde. Und das ist dann ein Zusammenschluss von hochleistungsfähigen Unternehmen, die wir noch heute kennen, wie Siemens zum Beispiel gewesen. Das ist ein von den, der Stahlindustrie, von denjenigen, die die Verkehrswege geplant haben und dem gemeinsamen Willen, das zustande zu kriegen. Und davon könnte man jetzt noch 20 weitere Beispiele nennen. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Wir müssen uns aufeinander verlassen können und wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Und das ist das, was ich mit der Mission meine. Aber ist es nicht vielleicht so, um es mal vielleicht ein bisschen konkreter noch zu machen, dass Sie, Herr Brodermüller, vielleicht ihm sagen müssen, wie viel Energie brauche ich denn? Meinetwegen 2030. Hat er mir schon gesagt. Hat er, ja, verraten Sie es uns? Nein, ich meine, das ist ja genau der Dialog, den ich gesprochen habe und was ich mein Petitum am Schluss war. Wir müssen wirklich Gutes zuhören. Und ich bin ein ganz fester Vertreter davon, wenn die Politik und die Industrie wirklich sich zuhört und versucht, das gemeinsam zu gestalten, dann schaffen wir diesen riesen Umbau auch unter Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist wirklich, ich möchte es wirklich nochmal unterstreichen, denn das ist ein Wort, was ich im Missionspapier der SPD vermisst habe. Es steht nichts über die Wettbewerbsfähigkeit da. Und auf der Reise, damit muss es beginnen und damit muss es am Ende auch stehen. Und das erwarten auch unsere Mitarbeiter. Lassen Sie mich da auch nochmal ein Wort dazu sagen, weil mit dem Bekenntnis der Unternehmensleitung jetzt bei uns bei BASF, dass wir diese Reise gehen wollen, dass wir sie schnell gehen wollen, konsequent, und dass wir auch, sagen wir mal, führend sein wollen in unserer Branche. Das setzt eine riesen Motivation frei bei unseren Mitarbeitern. Und ganz speziell hier in Deutschland am Standort Ludwigshafen, wo wir ja natürlich dann immer das eine oder andere zu kämpfen haben. Wenn wir über China reden, dann ist da großes Wachstum und dann ist da Investitionen, dann ist da Fantasie. Und dann fragen natürlich unsere Mitarbeiter, was ist denn eigentlich drin bei uns? Und was drin ist, ist eben genau diese Transformation zu schaffen. Und wir haben jetzt im Unternehmen einen Wille in Ludwigshafen, dass der Ludwigshafener Standort derjenige wird, der das auch als erster hinkriegt. Aber das kann ich natürlich als Vorstandsvorsitzender eines globalen Unternehmens dann auch nur einleiten, wenn ich dann wirklich auch die Rahmenbedingungen bekomme. Und eine ist zum Beispiel eben genug erneuerbare Energie. Wir haben dem Herrn Scholz ziemlich genau gesagt, was wir brauchen. Das heißt bei der BASF in Ludwigshafen ungefähr eine Verdrei- bis Vervierfachung des Strombedarfs. Wir haben heute 6 Terawattstunden und wir brauchen dann künftig 20 Terawattstunden. Können Sie uns sagen, was es ist? Ist es ein Windpark oder 2 oder 10? Oh, das sind eher in der Region 10. Okay. Zumindest mal anteilig. Ich würde sagen, nicht voll, aber Anteile an solchen. Das heißt, damit steht und fällt es. Wenn wir die Technologien haben und den Strom nicht, dann geht es halt auch nicht. Und deswegen, wir brauchen wirklich diesen Dialog in jeder der einzelnen Dimensionen. Das ist wirklich das A und O, dass das funktioniert. Ich glaube, diese Umfrage sollten wir mal bei der gesamten deutschen Industrie machen. Wenn Sie Ihre Pläne zur Klimaneutralität verwirklichen wollen, wie viel Strom brauchen Sie? Und damit wir uns das plastisch vorstellen können, wie viele Offshore-Windparks alleine für Ihr Unternehmen? Ja, wir müssen ja nur die Großen fragen. Und da kommen Zahlen raus, die ein Vielfaches von den gegenwärtigen Ausbauzielen der Bundesrepublik Deutschland umfassen. Und deshalb muss man sagen, da sich auch so ein Offshore-Windpark ja nicht gleich mal so nebenbei baut, das bedeutet eine sofortige Trendwende. Wir müssen den Strombedarf, der existiert, auch bedienen wollen. Mhm. Und da fällt auf uns auf die Füße, dass vor vielen Jahren im Prinzip das Planen eingestellt worden ist. Mhm. Also es wird zusammengetragen, was man so hört. Das ist die Energieregulierung und auch die Bundesnetzagentur sitzt nicht da und macht mal eine Beratung, fragt alle Unternehmen, was werdet ihr wohl 2030 für Strom brauchen und plant dann das Netz und die Produktionskapazitäten. Nein, das haben Sie mir auch erklärt, ist nicht Ihre Aufgabe, steht auch nicht im Gesetz. Wenn man jetzt aber fragt, wer ist denn da, wer in Deutschland macht das, ist die Antwort niemand. Mhm. Und das ist das, was das wichtigste eiserne Tor vor unserer Zukunft sein kann. Mhm. Und deshalb brauchen wir diese Zusammenarbeit. Und das mit der Wettbewerbsfähigkeit möchte ich ausdrücklich unterstreichen. Die deutsche Wirtschaft lebt davon, dass sie im globalen Wettbewerb
sich ohne Subventionen durchsetzt. Das ist doch die Grundlage unserer gegenwärtigen technologischen Fähigkeiten. Und das muss auch in Zukunft so sein. Ich würde noch mal bei diesen Windparks bleiben, weil ich glaube, das ist so ein plastisches Beispiel. Frau Grimm, Herr Niebert, Herr Vassiliadis, ist das eine gute Idee, dass man mal so eine Umfrage startet? Oder ist das einfach nur völlig naiv von mir gedacht? Vielleicht kann ich ja mal einsteigen. Es ist ja so, dass wir uns in der vergangenen Woche ist ja der Monitoringbericht zur Energiewende veröffentlicht worden. Da gibt es auch immer eine Stellungnahme. In der Kommission bin ich auch Mitglied. Und wir haben uns da auch sehr klar positioniert, dass die aktuellen Ausbauplanungen für die erneuerbaren Energien eigentlich nicht ausreichen. Also diese Prognose, wir werden den Stromverbrauch, der wird sich nicht erhöhen bis 2030, die teilen wir nicht. Nun ist es aber so, auch wenn man da mehr vorsehen würde und einfach ambitionierter vorangehen würde, was definitiv zielführend und sinnvoll wäre, würden wir niemals schaffen, allein aus dem Ausbau in Deutschland heraus unseren Energiebedarf zu decken. Das heißt, wir importieren heute 70% unseres Primärenergiebedarfs und wir müssen uns eben auch ganz klar darauf einstellen, dass wir da zu einer Transformation kommen, und zwar eben auch auf ambitionierten Zeitachsen, dass wir diesen Primärenergiebedarf, heute sind das fossile Energieträger, das muss natürlich in der Zukunft immer mehr sich wandeln in erneuerbare Energieträger, die wir importieren. Das kann Strom sein, das werden aber zum großen Teil auch Wasserstoff und klimaneutrale synthetische Energieträger sein. Insofern ist das natürlich ein sehr komplexes Problem und wir müssen uns sowohl um unsere Hausaufgaben zu Hause kümmern, als auch darum, dass wir neue Energiepartnerschaften schließen mit Ländern, die aktuell uns mit fossilen Energieträgern versorgen. Könnte das eine Option sein, aber eben auch mit vielen anderen neuen Ländern, die uns aktuell noch gar nicht mit Energie versorgen, aber die gute Voraussetzung haben, nämlich deshalb, weil dort hohe Volllaststunden erneuerbare Energien möglich sind. Und ich glaube, da müssen wir ganz klar auch dran denken und in beiden Dimensionen sehr ambitioniert sein, weil in allen Dimensionen ist immer eine Möglichkeit, dass wir eben in der deutschen Industrie auch die Maschinen, die Anlagen produzieren, mit denen diese neuen Wertschöpfungsketten aufgebaut werden. Und das ist ganz wichtig. Da sollten wir aber nicht zu kleinteilig vorgehen und einzeln abfragen, wer braucht welche Windparks, sondern wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die dazu führen, dass eben diese Geschäftsmodelle wirtschaftlich sind und dass insofern auch sowohl national als auch international sinnvoll geplant wird. Und ich vielleicht noch einen letzten Punkt. Es ist ganz wichtig, ich glaube, Olaf Scholz hatte das vorhin auch schon sehr klar gesagt, die Rahmenbedingungen in der Zukunft müssen attraktiv sein für klimaneutrale Geschäftsmodelle und auch verlässlich, denn es wird öffentliche Investitionen brauchen. Wir werden da sicherlich gleich noch drauf kommen, in welchen Bereichen. Aber es wird eben in ganz großem Umfang privatwirtschaftliche Investitionen brauchen, um diese Transformation zu stemmen. Ohne privatwirtschaftliche Investitionen und attraktive Bedingungen für die Unternehmen, ohne diese Wettbewerbsfähigkeit, wird das nicht klappen. Das kann nicht alleine der Staat machen. Der Staat muss in vielerlei Hinsicht gute Rahmenbedingungen setzen und gute Voraussetzungen schaffen, auch durch öffentliche Infrastruktur, auch durch Fachkräfte, Forschungsinvestitionen und so weiter. Aber es kommt auf die privatwirtschaftlichen Investitionen und auf attraktive Geschäftsmodelle an. Insofern würde ich denken, das muss man schon in einem ganz großen Rahmen betrachten und muss sehr genau auch überlegen, wo man auch staatliches Geld einsetzt. Und wie man am besten auch privatwirtschaftliche Investitionen attraktiv macht und mobilisiert. Kai Niebert, Sie haben es ja gesagt, eigentlich müssten wir vielleicht schon früher aussteigen aus der Kohle zum Beispiel, als wir das ja eigentlich geplant haben. Umso dringender ist ja eigentlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Woran hakt es da aus Ihrer Sicht? Ich glaube, es hakt im Moment an ganz vielen Stellen und davon sind zwei sehr prominent. Das eine ist, wir haben uns da verwaltungsmäßig in eine Sackgasse hineingefahren, die es maximal unattraktiv und unplanbar macht, für einen gerade im Bereich Windkraft, für einen Projektierer da zu bauen. Ich habe gerade nach der Kohlekommission, wo man sicherlich auch über die Entschädigungen für die Unternehmen streiten kann, habe ich aber mich auch irgendwann für diese Entschädigung eingesetzt unter der Maßgabe, dass RWE, um es mal als Beispiel zu bringen, dass RWE die Milliarden, die sie bekommen, in erneuerbare Energien vor Ort investieren.
Und dann war ich irgendwann bei RWE eingeladen, dann rechnen die mir tatsächlich sehr im Detail vor, wie schwierig das ist. Und ich selber saß vor kurzem auch in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, wo es darum ging, tatsächlich mal über die Bundesländer hinweg einheitliche Regelungen für den Ausbau der Windenergie zu schaffen. Und also der Föderalismus in Deutschland ist ja keine ganz einfach zu knackende Nuss. Aber genau da finde ich einen sehr spannenden Ansatzpunkt auch in dem Zukunftsmissionspapier. Denn das, was man ja sagen kann, ist, wenn solche Regelungen Ländersache sind, dann geben wir doch den Ländern auch die Verantwortung dafür. Wir wissen, dass wir rund 2% der Landesfläche brauchen in Deutschland, um Deutschland tatsächlich mit erneuerbarem Strom versorgen zu können. Und da kann man jetzt auf Bundesebene lange kämpfen. Oder ich kann einfach sagen, 2%, 16 Bundesländer, soll doch jedes Bundesland mal zusehen, dass es diese 2% bringen kann. Und wenn dann ein Herr Söder in Bayern Abstände von Windenergieanlagen zu jedem kleinen Dorf fordert, die einfach nicht einlösbar sind, dann muss er entweder zusehen, wie er den Energiebedarf anders bereitgestellt bekommt im bundesweiten Kontext oder aber sich in anderen Bundesländern durch einen Länderfinanzausgleich tatsächlich freikaufen. Das ist die eine Linie. Und die andere Linie ist, das will ich nicht verhehlen, wir haben da durchaus auch immer wieder Konflikte mit dem Naturschutz. Das erlebe ich in meinen eigenen Verbänden im Deutschen Naturschutzring. Und jetzt ist die Naturschutzfrage tatsächlich im Ende nur eine von vielen Fragen. Denn wenn ich mir anschaue, wo werden im Moment Windenergieanlagen verhindert, dann sind rund 1000 Megawatt an Anlagen werden durch Klagen im Moment behindert. Aber 4800 Megawatt werden durch übertriebene Abstände zu Drehfunkfeuern, also Flugsicherung, verhindert und auch 3600 Megawatt durch Bundeswehrflächen. Das heißt, es gibt da durchaus auch noch andere Stellschrauben dran. Aber lassen Sie mich doch mal an dieser einen, ich glaube, kulturellen Frage dranbleiben. Ich habe vorhin nämlich diesen Gesellschaftsvertrag angesprochen. Ich glaube, das gehört da der Ehrlichkeit halber mit rein. Wir hatten bisher die Strombereitstellung bundesweit an einigen Orten sehr stark konzentriert. Da, wo Atomkraftwerke stehen, da, wo Braunkohletagebaue sind und dann die entsprechenden Kraftwerke drumherum sind. Das heißt, wir hatten da auch Landschaftsbelastungen sehr auf einen Fleck konzentriert. Und das wird sich mit dem Ausbau der Erneuerbaren, mit Wind und auch mit Freiflächen-PV, mit Photovoltaik auf Dächern, wird sich das verändern. Und sowas wird natürlich die Belastungen stärker, wenn Sie so wollen, tatsächlich auch demokratisieren in Deutschland, weil dann plötzlich alle zur Stromversorgung damit beitragen müssen. Das als ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, ich glaube, dass wir uns sehr stark an ein Bild von Landschaft gewöhnt haben, das sehr stark so ein sehr rousseauisches Naturverständnis hat. Ja, es ist alles romantisch schön, es ist grün, es ist weit. Aber dass natürlich auch ein Rapsfeld, das ich als natürlich wahrnehme, nichts anderes ist als Industrie, an dieser Stelle dann Agrarindustrie. Und dann muss ich das aber auch genauso wahrnehmen wie das Windrad, was daneben steht. Das heißt, wir brauchen da einfach auch eine Änderung in der Kultur dessen, wie wir zukünftig mit der Stromversorgung umgehen wollen. Herr Vassiliadis, das ist ja gerade bei Ihnen auch ein ganz heißes Thema, was ja auch nicht frei von Konflikten ist. Gehe ich mal von aus. Ja, absolut. Und ich bin, wie gesagt, stolz auf meine Partei, dass sie sich traut, auch wenn im Moment die Umfragewerte ja noch ausbaufähig sind, genau diese Zielkonflikte, die verschwiegen worden sind in der Vergangenheit, die in Narrative, in Kampagnen gebaut worden sind und die jetzt zum echten Pfropfen werden für die Weiterentwicklung zu thematisieren. Ich will es deutlich machen. Wir brauchen so viel Strom erneuerbar für Wasserstoff, für Industrie, aber am Ende natürlich auch, um die Klimaziele beim Wohnen, beim Verkehr zu erreichen, dass wir darüber eine ernste Diskussion führen müssen in der Gesellschaft, was das bedeutet. Und in den vergangenen Jahren haben wir stattdessen erreichte, worauf man auch stolz sein kann, erreichte Anteile von Erneuerbaren und die Kohle und das Zurückdrängen diskutiert. Alles gut, aber das ist ein anderes Thema als das, was jetzt vor uns liegt. Wir müssen über die Dimension dessen, was vor uns liegt, sprechen. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wie Frau Grimmes gesagt hat, dass wir ein Importregime brauchen. Aber ich bin überzeugt,
Wenn wir das Klima, wenn wir die Klimapolitik europäisieren, wenn wir sie internationalisieren, wird es nicht so viele Länder geben, die uns so viel Strom abgeben können oder Wasserstoff, wie wir das jetzt hochrechnen. Das heißt, sich ehrlich machen, um die Herausforderung der nächsten 30 Jahre wirklich zu beschreiben, ist im Moment vielleicht nicht besonders draußen in der Gesellschaft beim Wähler attraktiv. Aber ich glaube, dass sich das am Ende als Ernsthaftigkeit und Seriosität wieder einstellt wird. Ich glaube, dass die große Herausforderung der Grünen sein wird und durchaus auch eines Teils der Umweltbewegung, jetzt, nachdem die Grundsatzdebatte auch am Ende durch ihr hartnäckiges Betreiben durchgesetzt ist, sich jetzt mit Fragen auseinanderzusetzen, die gar nicht zu ihrem genetischen Code gehören. Soziale Gerechtigkeit haben wir schon thematisiert. Die Frage, in welcher Weise man das, was kein Niebuhr Demokratisierung nennt, dann am Ende auch zu Ergebnissen bei Genehmigungen etc. führen kann. Das heißt, wir haben eine Ernsthaftigkeitsprüfung unserer bisherigen Nachhaltigkeitspolitik. Das Zweite, was dabei wichtig ist, wir werden ein neues, und wir haben das heute auch schon thematisiert, ein neues Regime brauchen, wie wir Marktwirtschaft sein lassen können, die Dynamik nutzen, trotzdem aber sicher sein können, dass die Transformationspfade auch eingehalten werden. Und das klappt am Ende nur. Wettbewerbsfähigkeit ist ja nichts anderes als die Frage, ob auch andere Länder und Wirtschaftsregionen dieselbe Ernsthaftigkeit auf den Weg bringen. Und der letzte Punkt, das ist, glaube ich, logisch, dass ich ihn besonders unterstreiche. Wenn das am Ende, und Kai Niebert hat das gesagt, wenn das am Ende zu etwas wird, wo die Menschen den Eindruck haben, dass das ungerecht von den Lasten verteilt wird, dass die einen, sage ich mal, die Investitionen in Windräder oder in andere Dinge neben dem Haus stehen haben, die anderen nicht, die einen bezahlen, die anderen nicht, und das Ganze sozusagen so ein aristokratisches Projekt von Zukunftsverantwortung wird, dann wird die Gesellschaft daran brechen. Und deshalb bin ich so überzeugt davon, dass es gelingen muss, diesen Dialog, der im Papier verarbeitet ist, so schwierig wie er auch ist, und wo wir auch alle uns an die eigene Nase fassen müssen, auch die Gewerkschaften, sind sie engagiert genug, aber dazu gehören auch diejenigen, die in den vergangenen Jahren, sind nicht alle, Kai Niebert, du mit Sicherheit nicht, aber die vom Spielfeldrand aus ständig die Spielregeln geändert haben, die müssen jetzt auch aufs Spielfeld und ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Vielen Dank soweit. Sie haben ein Stichwort genannt, Herr Vassiliadis, was sozusagen die Ohren klingeln lässt, wenn wir über erneuerbare Energien sprechen. Das ist Wasserstoff. Ich gebe jetzt ganz offen und ehrlich zu, ich habe noch mal das Chemiebuch meiner Tochter mir angeguckt und habe mir geguckt, wo steht denn der Wasserstoff? An erster Stelle ist jetzt der große Primus bei den erneuerbaren Energien. Und Herr Scholz, wenn Sie einverstanden sind, wir haben ja einen Chemiker in der Runde, Herr Brudermüller. Und vielleicht machen Sie uns noch mal, also ich bin davon überzeugt, unsere Gäste wissen natürlich bestens Bescheid, aber vielleicht nicht alle unserer Zuhörer, was ist denn so fantastisch an diesem Wasserstoff und so interessant? Also zunächst mal, Wasserstoff ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Zukunftstechnologie. Lassen wir aber auch sagen, es ist nicht die Wunderwaffe und es ist auch nicht das Einzige, was wir brauchen nach vorne. Und so ein kleines bisschen galoppiert die gesellschaftliche und auch die politische Diskussion da ein bisschen davon, als würde Wasserstoff alles richten. Was toll ist am Wasserstoff, wenn Sie in das periodische System gucken, es gibt praktisch kein anderes Element, was sich so gut eignet, sagen wir mal, Energie zu speichern. Es ist relativ leicht, es ist sozusagen klein in Anführungsstrichen, und wenn Sie Wasserstoff nachher verbrennen, dann haben Sie wieder Wasser. Das ist jetzt also auch eine umweltfreundliche Reaktion. Insofern bietet sich das wirklich an. Aber es hat natürlich auch einen großen Nachteil, denn das Wassermolekül ist ein sehr stabiles. Deswegen gibt es auch so viel auf der Erde. Das heißt aber, wenn Sie dann ein Wassermolekül spalten wollen, brauchen Sie sehr viel Energie. Und das ist in der Tat die Herausforderung. Sie brauchen ungefähr 50 Megawattstunden für eine Tonne Wasserstoff, und das heißt natürlich, Sie müssen sich dann schon, wenn die erneuerbare Energie die Mangelware ist, müssen Sie sich schon überlegen, wie bekomme ich am meisten CO2 weg, mit welcher Technologie, und das ist nicht notwendigerweise bei allen Anwendungen der Wasserstoff. Den Wasserstoff können Sie stofflich nutzen, also wenn Sie zum Beispiel an Ammoniak denken, da wird sehr viel Wasserstoff verbraucht, den wir natürlich für die Landwirtschaft und für die Ernährung brauchen, für viele andere chemische Produkte auch. Und Sie können ihn eben energetisch nutzen. Dann muss man sagen, man muss zunächst mal in die stoffliche Verwertung reingehen, weil das ökonomischer ist und auch deutlich mehr CO2 wegbringt als sofort sozusagen Energiewirtschaft. Insofern
ist das eine multidimensionale Herausforderung, sowohl technologisch, aber eben auch sozusagen zu überlegen, wo beginnt die Wasserwirtschaft an den richtigen Stellen. Und da brauchen wir die Diskussion, die haben wir gerade auch. Ich warne aber auch davor, wie gesagt, zu glauben, jetzt alles auf Wasserstoff zu setzen. Das ist auch eben eine Technologie, mit der es zunächst mal außer in dem Mobilitätssektor sehr schwierig wird, Geld zu verdienen. Und bei uns in der chemischen Industrie heißt nachher, grünen Wasserstoff auch dann in die Produkte zu den Kunden übersetzen, neue Geschäftsmodelle. Und letztendlich muss die Gesellschaft dann auch lernen, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, diese Reise heißt dann auch, dass das ein oder andere Produkt teurer wird, wenn es CO2-frei ist. Und diese Diskussion müssen wir auch anstoßen, dass dann Einkommen anders ausgegeben werden und dass verschiedene Wege, wie man lebt, unterschiedliche Preislabels haben. Und insofern sagen wir, es ist eine sehr, sehr breite Diskussion. Aber es ist auf jeden Fall mal technologisch faszinierend. Lassen Sie mich nur eine Sache noch am Schluss sagen. Es gibt noch eine Alternative zur Wasserelektrolyse. Das ist nämlich die Methanpyrolyse. Methan ist Kohlenstoff mit 4 Wasserstoffatomen. Auch dieses Molekül können Sie spalten. Und es ist energetisch wesentlich vorteilhaft. Und Sie brauchen nämlich nur ungefähr 1/5 des Stroms. Insofern könnten Sie mit der gleichen Strommenge 5-mal so viel Wasserstoff herstellen. Und deswegen plädiere ich auch wirklich nochmal jetzt ganz besonders für den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, dass wir technologieoffen bleiben. Wir wollen das ja schnell hinbekommen. Also bitte nicht sozusagen alles nur auf die Wasserelektrolyse, sondern breiter an das Thema rangehen, dass wir das wirklich auch von der wirtschaftlichen Seite stemmen können. Klar, dass der Chemiker natürlich komplett fasziniert ist, das wundert keinen. Sie haben das jetzt auch, glaube ich, richtig rübergebracht. Eines zur Klärung noch, Sie haben von grünem Wasserstoff. Ich habe gelernt, es gibt auch eine Farbenlehre beim Wasserstoff, nicht? Ja, es gibt eine Farbenlehre und die ist sehr kompliziert. Es gibt den blauen, es gibt den grauen, das ist der, der aus Fossilen kommt. Der ist furchtbar. Denn den der wollen hat 10, wir nicht, genau. Hm? Er hat 10 Tonnen Kohlendioxid, also CO2 pro Tonne Wasserstoff. Dann gibt es den blauen, das ist, wenn Sie den CO2 auffangen und dann sozusagen irgendwelchen Erdkavernen speichern, CCS. Dann haben Sie den grünen, das ist die Wasserelektrolyse. Und dann haben Sie den türkisfarbenen, das ist die Methanpyrolyse. Ah, das ist das, was Sie uns also, gerade schmackhaft machen wollen. Ich will nicht an die Farbenlehre gehen, sondern wirklich, was ist wirtschaftlich und was ist CO2-frei. Frau Grimm, Sie haben viel dazu kommentiert in der letzten Zeit und haben auch von der Wasserstoffmarsch war eine der Überschriften Ihrer letzten Kommentare. Waren Sie auch so vor überhitzten Erwartungen oder ist es schon so etwas, wo die Zukunft ganz deutlich an der Tür klopft? Nein, ich glaube, die Diskussion um Wasserstoff ist sehr hitzig. Also vor allen Dingen auch in der Mobilität. Die einen sagen, es ist unbedingt notwendig in der Mobilität. Die anderen sagen, das können wir alles zum großen Teil batterieelektrisch machen und wollen auch die Autobahnen mit Oberleitungen versehen. Da müssen wir natürlich irgendwann auch zu einer Entscheidung kommen. Nein, ich glaube aber, das ist schon eine wichtige Diskussion, vor allen Dingen auch, weil die Technologiekompetenz in Deutschland so hoch ist und weil man eben auch sehen muss, das betrifft nicht nur Deutschland, sondern das betrifft auch Anwendungen in Europa und das betrifft auch Anwendungen weltweit. Oft ist es nämlich so, dass wenn wir in Deutschland Technologien entwickeln, dass wir die vielleicht selber gar nicht in großem Umfang brauchen, aber in anderen Bereichen, wo zum Beispiel Stromnetze gar nicht so einfach verfügbar oder nicht existent sind, da können Wasserstofflösungen total spannend sein. Und das sind natürlich interessante Exportmärkte potenziell. Auch das sollte man mitdenken, dass man nicht immer nur überlegt, was brauchen wir eigentlich bei uns? Und das, da stürzen wir uns jetzt drauf und versuchen, eine industrielle Produktion zu starten. Ich glaube, beim Wasserstoff ist es so, dass man, das ist ja jetzt auch schon angeklungen, im Wesentlichen läuft der Weg in die Klimaneutralität ja dadurch, dass man erneuerbaren Strom nutzt, um die Sektoren Mobilität, Wärme und die Industrie zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Und das geht eben entweder direkt über die Elektrifizierung oder indem man aus Strom dann Wasserstoff macht und damit elektrifiziert. Dann gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, eben blauer, türkiser ist schon angesprochen worden. Auch aus Atomkraft kann man natürlich klimaneutral Wasserstoff herstellen. Und das zeigt gleich wieder, dass wir in Akzeptanzdebatten reinlaufen, die wir auch gut moderieren müssen. Beim blauen und türkisen Wasserstoff gibt es viele Vorbehalte. Da stellt sich die Frage, wollen wir das in Deutschland machen? Das wäre wahrscheinlich eher schwierig umzusetzen im großen Ausmaß. Wollen wir den importieren? Kann das ein
ein Transformationskonzept sein, also eine Übergangstechnologie. Auch wenn wir sagen, am Ende wollen wir grünen Wasserstoff haben, können wir im Übergang vielleicht gerade mit den Handelspartnern, von denen wir jetzt fossile Energieträger beziehen, nämlich zum Beispiel Gas, können wir das nicht auf blauen Wasserstoff umstellen und dann eben auch schon die bestehende Infrastruktur teilweise nutzen, Pipelines, um eben dann auch blauen Wasserstoff in größeren Mengen einzusetzen und auch diese Transformation der Wertschöpfungsketten und die Nutzung von klimaneutralem Wasserstoff schneller realisieren. Das sind alles so Debatten, die müssen wir anstoßen. Je schneller wir günstig Wasserstoff zur Verfügung haben, desto schneller können wir natürlich auch Anwendungen skalieren, die dann mit Wasserstoff betrieben werden. Und da gibt es natürlich Vielfältiges. Es ist eher so, dass die Debatte gerade in die Richtung geht, es gibt ja vieles, was man mit Wasserstoff machen könnte in der Industrie, in der Stahlindustrie. Es gibt die chemische Industrie, die natürlich jetzt schon fossilen Wasserstoff braucht und verwendet. Es gibt Bedarfe in der Mobilität. Da ist die Frage, wie knapp ist Wasserstoff eigentlich? Und das hängt davon ab, wie diese Entscheidungen auf Dauer getroffen werden. Und ich glaube, insofern ist das eine spannende Debatte. Und wir müssen überlegen, was wir denn da, wie wir denn diesen Wasserstoff ausweisen. Ja, gehen wir nur auf die CO2-Emissionen, die dadurch reduziert werden? Oder wird es Debatten geben und wie führen wir die über andere Facetten oder andere Eigenschaften, die verschiedene Arten von Wasserstoff haben? Und wie entwickeln sich die Kosten auf Dauer? Blauer ist jetzt aktuell natürlich deutlich günstiger als grüner Wasserstoff. Das muss aber nicht so bleiben. Das wird irgendwann einen Punkt geben, wo das sich ändern kann. Das hängt natürlich auch von der Skalierung und von der Weiterentwicklung der Technologien zur Produktion grünen Wasserstoffs ab. Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen, aber Olaf Scholz ist ja auch ein wichtiger Punkt in Ihrem Papier, nicht? Also die Debatte über diesen Wasserstoff. Ich glaube, dass das dringend wichtig ist, dass wir darüber diskutieren, aber dass wir uns auch irgendwann entscheiden. Das gehört mindestens genauso dazu. Und dass wir die technischen Entwicklungen, die Veränderungen, die damit verbunden sind, berücksichtigen. Ja, ich finde auch, Wasserstoff ist zentral und wir müssen jetzt so viel darüber diskutieren, weil es würde, wenn wir den Pfad, den wir gegenwärtig eingeschlagen haben, zu Ende gehen, verplempern. Das will ich ganz klar so sagen. Der ist nicht ambitioniert genug, da ist nicht genug Druck hinter. Das hat nichts zu tun mit der großen industriellen Veränderung, vor der wir stehen und die wir dringend für unsere Zukunft brauchen. Gleichzeitig gibt es dann natürlich die Debatte darüber, wo ist welche Ressource am sinnvollsten. Bestimmte Dinge kann man mit Strom direkt viel besser machen, als dass man nochmal eine Transformation mit Wasserstoff dazwischen schaltet. Dann muss man das auch entsprechend organisieren. Da geht dann weniger Energie verloren. Das kann auch bedacht werden. Das spricht aber nicht gegen die Wasserstoffwirtschaft, sondern gegen den richtigen Einsatz dieser Dinge. Manche sagen, wir werden einen Teil unserer Ressourcen auch mit Wasserstoff auch importieren müssen. Das ist sicher richtig, vor allem wenn wir endlich den Blick bei dem Strombedarf nicht nur darauf richten, was wir gewissermaßen im Verkehr brauchen oder wenn wir an unsere Wohnungen denken oder an das Licht im Büro, sondern das geht ja dann schon um industrielle Prozesse und da wird das dann wichtig. Aber es darf auch nicht die Ausrede sein, nichts zu machen. Das ist so meine Sorge. Ja, irgendeinen Anteil wird der Import haben zu irgendeiner Zeit. Ein Schiff, mit dem man Wasserstoff transportieren kann, direkt ohne es vorher, also ohne Ammoniak dazwischen zu schalten, gibt es bisher noch nicht. Der erste Prototyp soll demnächst zwischen Australien und Japan verkehren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das zeigt ja, welche große Dimension an Problemen damit verbunden ist. Aber was meine Sorge ist, ist nicht, dass wir uns klar darüber sind, es wird auch Importe geben. Meine Sorge ist, dass es zu viele gibt, die mit dem Hinweis auf die Importe sich erstmal entscheiden, hierzulande nichts zu machen. Das ist nämlich solche, es gibt in der Energiepolitik, in der Umweltpolitik so viele Beispiele, die einleuchten, die aber in Wahrheit nichts sagen. Also der Hinweis darauf, dass importiert werden muss, ist richtig und wenn er dann in dem richtigen Mix verstanden wird, auch vernünftig. Wenn er der Vorwand dafür ist, nichts zu tun, ist er ganz riskant. Und so begegnet er mir heute in 80% der Fälle. Und das müssen wir überwinden. Herr Vassiliadis, Sie sitzen ja im Wasserstoffrat. Passiert da zu wenig? Kommen da zu wenig Impulse? Sind da die falschen Fragen auf der Agenda? Nein, also der Wasserstoffrat ist ja, ich sage mal, vor einigen
Monaten eingesetzt worden. Und was wir dort machen und was dort stattfindet, ist genau das, was wir natürlich jetzt diskutieren. Es gibt da unterschiedliche Interessen. Und wo wir jetzt hart dran arbeiten, ich würde sagen, das läuft nicht so schlecht, ist genau das, was Olaf Scholz gerade gesagt hat. Man kann sich ja unendlich austauschen über wünschenswerte Zustände. Und man kann immer irgendwo einen Ausgang finden, sei es dann Import oder so, dass die jetzigen Fragen irgendwie virtuell beantwortet. Aber was wir versuchen, und ich hoffe, dass das gelingt, ist es, eine Priorisierung vorzunehmen, eine Empfehlung für die Politik zu entwickeln, in welcher Reihenfolge und warum wir eine Wasserstoffpolitik angehen und wo sie vielleicht auch ihre Grenzen haben. Eins dabei ist natürlich mit Sicherheit Wirtschaftlichkeit. Und das zweite ist das Verhältnis zwischen eigenerzeugtem und landerzeugtem grünen Wasserstoff und importierten. Am Ende des Tages, also wenn man ganz lange blickt, gibt natürlich nur grüner Wasserstoff Sinn. Deswegen machen wir den Umweg, ja. Herr Buddermüller hat dazu gesagt, es ist ein energieintensiver Prozess. Er gibt nur Sinn als Speicher für die Erneuerbaren und als Quelle für Technologie, wenn er am Ende grün ist. Aber auf dem Weg dorthin müssen wir die Bereitschaft haben, da bin ich völlig bei Frau Grimm, sozusagen Interimslösungen zu schaffen, damit zumindest die Infrastruktur und Technologie in Gang kommt. Wenn wir dort erneut sozusagen politische Grenzen ziehen, also es darf nur grüner sein und es darf nur so oder so rum sein, werden wir die Geschwindigkeit nicht aufnehmen können, die wir brauchen. Und das Zweite, Olaf Scholz hat das gesagt, wir müssen uns entscheiden, wo er hin soll und wo er nicht hin soll. Und das Dritte ist, dass wir vor Augen haben müssen, das habe ich ganz zu Beginn gesagt, es gibt ja in dieser ganzen breiten Debatte, die wir führen, ein paar jetzt beschlossener harter Punkte. Der Atomausstieg ist hart, 2022, 2023, der Kohleausstieg ist hart, 2038, wenn man Kai Niebert folgt, kommt er 2030. Das bedeutet, dass wir nicht viel Zeit haben, Infrastruktur, Investitionen, die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Themas und am Ende auch die Frage, ist das eigentlich versorgungssicher, was den grünen Strom und den Wasserstoff anbelangt. Deswegen, das hab mich schon immer gewundert, ich konnte es mir dann erklären, aber der Versuch, das so im deutschen Vorgarten zu lösen, mit ein paar hübschen Pflanzen drumherum, wird nicht funktionieren, sondern mindestens ist das jetzt der Impuls, es zu europäisieren und natürlich mit Blick auf ein paar Themen auch zu internationalisieren. Deswegen kann ich das absolut nur unterstreichen. Der Wasserstoffrat läuft im Moment, würde ich mal sagen, so wie man es erwarten kann. Sehr heterogene Zusammensetzung, sehr breite Diskussion. Aber da wird man jetzt auch zu Entscheidungen kommen müssen für die Empfehlung. Kai Niebert, Sie nicken dazu stimmend. Die Skepsis auch mal von Seiten der Umweltschützer mit eingepreist zum Thema Wasserstoff? Nee, da gibt es keine Skepsis, sondern aus unserer Sicht ist natürlich auch der Wasserstoff ein Teil der Lösung. Es wird nicht die Hauptlösung werden. Und zwar auch überhaupt nicht in allen Sektoren. Ich glaube, wir müssen da gerade so lange, wie der Wasserstoff ein ganz, ganz knappes Gut ist, müssen wir auch mit diesem Wasserstoff so umgehen, als sei es, eine Kollegin hat mal ausgedrückt, als sei es der Champagner der Energiewende. Also wenn ich sehe zum Beispiel die Debatten rund um Einsatz des Wasserstoffs in der Mobilität, ja, ich brauche 7-mal so viel Energie, um Wasserstoff zu produzieren, um dann damit ein Auto zum Fahren zu bringen, als wenn ich es direkt elektrifiziere. Das heißt, an dieser Stelle wäre für mich die Antwort, zumindest solange wie es knapp ist, relativ klar. So kann man dann auch tatsächlich die Kette mal weitergehen. Sie haben die Farbenlehre angesprochen. Ich würde Frau Grimm an einer Stelle doch so leicht widersprechen wollen. Wasserstoff aus Atomkraft ist natürlich überhaupt nicht klimaneutral, sondern wenn wir die ganzen Vorketten, die vorigen Prozessschritte zur Bereitstellung und dann vor allen Dingen auch die Entsorgung des Mülls, des Atommülls hinten dran hängen, dann ist das nicht nur nicht klimaneutral, sondern hochproblematisch. Aber diese Debatten außerhalb der Atomkraft müssen wir natürlich führen. Und insofern würde ich sagen, das, wo wir aufpassen müssen, sind zwei Sachen. Wir brauchen natürlich eine europäische Strategie, das finde ich vollkommen richtig, was Michael Vassiliadis da angesprochen hat. Und wir brauchen auch darüber hinaus eine internationale Strategie.
Da müssen wir dann natürlich aufpassen, dass es nicht zu so einer Art Wasserstoffkolonialismus kommt, dass wir bestimmte Regionen ausbeuten, um unseren Wasserstoffbedarf sicherzustellen, sondern ich glaube, Frau Grimm war es am Anfang schon, die da auch die Technologiepartnerschaften angesprochen hat. Darauf muss das beruhen. Das ist das eine. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wir müssen es uns auch mal in Deutschland ehrlich machen. Olaf Scholz hat vorhin angesprochen, das Problem, das eigentlich noch niemand mal wirklich exakt erhoben hat, wie groß ist denn der Strombedarf 2030? Genauso wenig hat niemals jemand in Deutschland erhoben, wie viele Flächen haben wir eigentlich für was? Ich habe vorhin angesprochen, wir bräuchten 2% der deutschen Landesfläche, um uns vollständig mit erneuerbaren Energieträgern zu versorgen. Ich sitze jetzt im Bioökonomierat, da wollen wir eigentlich die Fläche noch ausdehnen Deutschlands, die landwirtschaftlich genutzt wird, um da Plastik anzubauen, womöglich noch Energiepflanzen, um noch ein bisschen Biosprit herzustellen. Dann haben wir die Ansprüche der Windenergie. Weltweit haben wir gerade beschlossen, dass 30% der Landfläche dem Biodiversitätserhalt dienen sollen, dann wollen wir 2% der Landfläche nutzen, um tatsächlich Wildnis zu schaffen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland tatsächlich mal eine wirklich vernünftige Raumanalyse. Was können wir eigentlich wo bauen? Was wollen wir eigentlich wo? Und das dann am besten nicht nur für Deutschland, sondern gleich für Europa, um da tatsächlich auch die europäische Solidarität rund um den Green Deal, rund um die europäische Energiewende zu stärken. Denn ich glaube, nach dem Corona-Loch, in dem wir uns europaweit auch mit der Wirtschaft befunden haben, könnte das jetzt auch ein gutes Solidarprojekt sein zum Wiederaufbau der Wirtschaft, zu sagen, welche Region eignet sich eigentlich wofür sehr gut, um tatsächlich nicht nur den Wasserstoff, sondern auch darüber hinaus die gesamten Rohstoffe, die wir für die Transformation brauchen, bereitzustellen. Also der Green Deal als Chance? Auf jeden Fall. Mhm. Gebe ich weiter, Herr Brudermüller, also auch nicht nur in Bezug auf Wasserstoff, das ja für Sie gerade interessant sein müsste, auch von der Technologie her? In der Summe ja, die Ziele unterschreiben wir, aber ich bin auch in großer Diskussion, weil ich ja für die nächsten 2 Jahre auch der CEFIC-Präsident bin, das heißt der Europäische Chemieverband. Und die Diskussionen, die wir gerade haben, sind die gleichen, die ich eigentlich am Anfang gesagt habe. Wir müssen jetzt runterkommen von einer hohen Flughöhe, wo das alles toll aussieht. Und diese Wünsche natürlich her sind und auch eigentlich jeder unterschreiben kann. Wir müssen aber sagen, wie wir es machen. Und ich kann das nur unterschreiben, dass viele der Themen, die wir gerade vorhin angesprochen haben, natürlich wir in Deutschland sehen müssen, wie wir im Kern so damit umgehen. Aber wir müssen es unbedingt einbetten in Europa. Ich glaube, gerade das Thema erneuerbare Energien, was ja dann auch der Schlüssel für den Green Deal letztendlich ist, das ist eine super Möglichkeit für ein europäisches Integrationsprojekt. Denn an den Stellen, wo in der Regel teilweise keine Investitionen hinkommen, es aber viel Sonne und viel Wind gibt, dann kann es durchaus die Aufgabe sein, eine europäische Aufgabe, dort die Energie herzustellen, die man eben in anderen Regionen braucht. Da kommt dann auch Wohlstand hin. Und damit haben wir dann auch die Dimension, die wir vorhin ja schon angesprochen haben, auch die soziale Dimension plus die ökologische und die ökonomische dann auch miteinander verheiratet. Also insofern ja, aber wir brauchen auch hier eine Diskussion über das Wie und vor allen Dingen auch über die Prioritäten. Im Moment stürmt alles zur gleichen Zeit. Jeder will alles ganz schnell tun. Und ich kann hier auch nur noch mal appellieren an die Wettbewerbsfähigkeit. Es kann die Industrie nicht alles gleichzeitig und sich gleichzeitig natürlich auch noch global damit auseinandersetzen. Lassen Sie mich hier einen Aspekt einspielen, den wir auch berücksichtigen müssen. Wir meinen jetzt bei der ganzen Diskussion Klimaneutralität, dass wir in Deutschland und in Europa führend sind. Ich habe 10 Jahre in China gelebt und wir bauen gerade im Moment einen sehr großen Standort in China. Ich kann Ihnen nur sagen, wir sollten uns darauf vorbereiten, dass wir auf den Standstreifen von China überholt werden. Was dort auch gerade eingeleitet wird, auch an Technologieentwicklung und vor allen Dingen an Regulierungen, ich kann Ihnen nur sagen, die sind sehr pragmatisch und atemberaubend schnell. Also wir sollten da jetzt nicht zurückschrecken. Ich bin da jemand, der sagt, Wettbewerbsfähigkeit ist gesund. Wir sollten nur immer wieder auch in den Rückspiegel gucken, das sind andere Regionen. Ich glaube, das Gleiche werden wir auch von Amerika erleben. Die Biden-Administration wird jetzt eben auch auf dieses Thema gehen. Und wir müssen dann schauen, dass dort eben nicht die entsprechenden erneuerbaren Energien dann auch zu den Preisen und Konditionen gibt. Denn dann haben wir dann auch in der Wettbewerbsfähigkeit international das Nachsehen. Also europäisieren, Green Deal ja, aber bitte auch pragmatisch, schnell und jetzt vor allem eine intensive Diskussion, wie machen wir es?
Und ich habe noch zwei Stichworte eigentlich auf dem Zettel, die dazugehören. Das ist Stichwort Investitionen, die von Ihrer Runde gekommen sind und natürlich auch das ganze Ausbau der Leitungen und Netze. Ich glaube auch gerade, was den Green Deal angeht, ist es eine ganz wesentliche Sache. Investitionen, Olaf Scholz, da haben Sie ja auch viel vor. Ja, will aber einen Satz unterstreichen, der hier schon mal mehrfach angeklungen ist bei unseren Gesprächspartnerinnen und den Gesprächspartnern. Der größte Teil der Investitionen, um die es geht, wird privatwirtschaftlich sein. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich das irgendwo lese oder höre oder sehe, dass das vorgetragen wird, wie viele Investitionen da notwendig sind. Wenn man sich mal fragt, wie viel die deutsche Industrie jedes Jahr an Milliarden investiert, die investiert immer Milliarden. Wenn sie das mal nicht tut, dann haben wir ein echtes Problem. Sondern die Frage ist, wohin werden die investiert? Und dann gehört natürlich dazu, dass wir einen öffentlichen Rahmen herstellen, wo die öffentlichen Aufgaben auch wahrgenommen werden, damit das zusammenpasst. Ich habe immer das Beispiel aus der Elektrifizierung der Mobilität so im Kopf. Ich habe mir den Mund fusselig geredet, dass wir irgendein halbwegs ehrgeiziges Ziel, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland haben. Man kann nicht gleichzeitig Milliarden Investitionen der Automobilindustrie in elektrifizierte Verkehre haben und dann glauben, dass das Herstellen von Ladeinfrastruktur sich halbwegs von selbst und durch ein paar Förderaufrufe ergibt. Da muss mehr Drive rein und man muss richtig Ziele haben, in welchem Jahr will man wie viele Ladepunkte haben und ist unser Stromnetz, unser Verteilnetz vorbereitet, das zu tun. Und diese Debatte kann man auf vieles andere übertragen. Wir haben das mit dem Wasserstoffnetz, das muss man auch bauen, und zwar auch bevor es sich rechnet. Wenn das Gleiche gilt für die Frage des Stromnetzes, das muss man bauen, das rechnet sich sowieso, aber das geht viel zu langsam und viel zu träge vor sich. Und ich möchte nicht erleben, dass wir jetzt den Kohlekompromiss hatten und haben. Zwei Mitglieder der Kommission sitzen hier unter uns. Und dann wird irgendwann 2027 gesagt, aber das Netz ist nicht ausgebaut, jetzt müssen irgendwelche Kraftwerke weiterlaufen. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt. Deshalb müssen wir ein hohes, öffentliches, aber gerichtetes Investitionsniveau haben. Ich will sicherstellen, dass es bleibt bei dem, was wir haben. Ich habe gesagt, der Bund 50 Milliarden pro Jahr, das brauchen wir schon, damit das funktioniert. Aber es muss auch so sein, dass wir dafür sorgen, dass die Sachen schnell gehen. Bei dem gegenwärtigen Tempo wird das nichts. Und ich kann nur sagen, in Mecklenburg-Vorpommern wurde eine Stromleitung gebaut bis an die Grenze nach Schleswig-Holstein. Der Weiterbau zum Kraftwerk Krümmel, das nicht mehr existiert, also dem Atomkraftwerk, wo das dann reingeschaltet werden soll, hat allein für die Planung, ich glaube, 10 oder 12 Jahre gebaut. Der Bau 6 Monate. Und das kann nicht so bleiben. Wir müssen das Tempo haben und wir müssen rückwärts vorgehen. Wenn wir im Jahr so und so viele Stromleitungen brauchen, dann müssen sie da auch stehen. Und wir müssen dann gucken, wie wir das hinkriegen, dass das passiert, mit rechtlichen Sachen, aber vor allem auch mit politischer Führungskraft. Ja, und ist da nicht Föderalismus, Frau Grimm, oder überhaupt einfach in die Runde gefragt, nicht eines oder an Sie, auch der größte Hemmschuh? Was Sie gerade, das Beispiel, das Sie gerade nannten? Also ich will jetzt Frau Grimm nicht vorgreifen. Ich sage aber, als jemand, der mal Bürgermeister war, also Regierungschef eines Stadtstaates, nein. Es ist mehr die Frage, findet man das Thema wichtig und kümmert man sich rum? Also um es deutlich zu machen, wir haben 11.700 Gemeinden in Deutschland. Mhm. Wir haben 401 Landkreise und kreisfreie Städte. Wir haben 16 Länder und, damit das nicht so einseitig ist, viele Bundesministerien. Und wenn nicht alle an der gleichen Sache arbeiten. Mhm. Wenn nicht jeder morgens aufwacht und sagt, bei mir fehlen noch Ladestationen, bei mir klappt das nicht mit dem Ausbau des Netzes und das irgendwelchen Experten überlässt, wo das irgendwie geschieht und sich vielleicht selbst über die Zeitung informiert, wie schnell es bei ihm selbst vorangeht, dann wird das nichts. Man muss klare Ziele haben und dann muss man jeden Tag hinterher sein. So geht Führung. Mhm. Frau Grimm. Ja, also ich würde auch denken, wir müssen da ambitionierter werden. Ich glaube, es gibt viele Hürden, die wir da überwinden müssen. Das ist richtig, das geht nicht schnell genug. Es gibt viele Akzeptanzprobleme beim Netzausbau. Wir haben uns in der jüngeren Vergangenheit gerade wieder dahingehend geäußert, dass man ja auch stärker sehen muss, was ist eigentlich das Zielbild. Wir haben ja die Stromnetzinfrastruktur, wir haben die Gasnetzinfrastruktur, wir haben die zukünftige Wasserstoffnetzinfrastruktur. Wir müssen auch überlegen,
wie wird das auf Dauer zusammenlaufen? Also man müsste eigentlich viel stärker auch einen Blick haben, wie diese integrierte Planung aussehen müsste und dann eben die kurzfristige Planung auch darauf ausrichten, damit das am Ende alles zusammenpasst. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da müssen wir ambitionierter werden und da müssen wir auch die Hürden ganz dringend überwinden. Föderalismus oder nicht. Ich möchte ganz kurz noch eine Sache richtigstellen. Ich habe mich nicht für roten Wasserstoff ausgesprochen. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass es noch ganz viele andere mögliche Wasserstofffarben gibt. Und einfach, dass man eben damit auch umgehen muss. Ne? Dass man schauen muss, was für Eigenschaften hat der Wasserstoff, außer dass er CO2 reduziert ist, noch. Und wie gehen wir damit um? Was ich auch glaube, ist, dass Wasserstoff dann kein Champagner ist, sondern wir davon irgendwie schon schauen sollten, dass wir ambitionierte Mengen bereitstellen. Aber diese Planungsfragen sind sehr wichtig. Ich glaube, der Hinweis auf das europäische Integrationsprojekt ist auch sehr wichtig. Wir müssen auch Chancen gemeinsam heben in Europa, dürfen uns aber eben gerade nicht dadurch daraus reden, unsere eigenen Hausaufgaben in Deutschland zu machen. Also das wird auch nicht funktionieren. Mhm. Wobei klar ist, man muss in Europa Chancen heben und man muss ganz klar auch die Situation weltweit beachten, schon alleine aufgrund des Ziels, das wir haben, dass 2 Grad oder hoffentlich sogar ambitioniertere Ziel zu erreichen und Klimaschutz zu betreiben. Das tun wir nicht, indem wir Deutschland oder Europa klimaneutral machen, sondern dafür braucht es die Kooperation in aller Welt mit den großen Handelspartnern, mit denjenigen, die uns aktuell fossile Energie liefern. Da brauchen wir Übergänge und wir müssen auch versuchen sicherzustellen, dass die fossilen Rohstoffe, die wir nicht nachfragen, nicht anderweitig dann billiger an andere Länder gehen, die damit ihr Wachstum realisieren. Zum Beispiel in Afrika, wenn jetzt Afrika komplett auf der Basis fossiler Energieträger zukünftiges Wachstum, zukünftigen Wohlstand realisiert, dann sieht es mit den globalen Klimaschutzzielen einfach schlecht aus. Und da müssen wir auch sehr gut darauf achten, dass wir nicht über unsere eigenen Probleme nachdenken und am Ende krachend am Ziel vorbeilaufen. Trotzdem würde ich gerne nochmal, um das konkreter zu machen, auf dieses Leitungsproblem, weil wir können uns natürlich viel ausdenken und überlegen. Also ich meine jetzt gerade auch beim Wasserstoff, wenn wir das nicht von A nach B bringen, dann nützt es uns nichts. Und wir haben es ja auch gesagt, Herr Bruder Müller, Sie haben uns ja leider noch nicht die Zahl verraten. Ich glaube, es waren 3 oder 4 oder 5 Windparks, die Sie brauchen. Auf jeden Fall, das muss ja auch irgendwie zu Ihnen in den Süden. Also nochmal die Frage in die Runde, warum hakt das so? Natürlich tatsächlich unsere große Sorge, denn wenn wir die produzieren und vielleicht wettbewerbsfähig produzieren, zum Beispiel in der Nordsee, wie bringen wir das nach Ludwigshafen? Und das eine sind die Kosten, aber das andere ist tatsächlich der physische Transport. Und deswegen, es wird eine ohne das andere nicht gehen. Und Sie haben gerade das föderale Prinzip angesprochen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, warum wir das auch gut finden. Und ich glaube, wir kommen auch gut klar. Kann das nochmal besser sortiert werden und die Aufgabenteilung nochmal etwas nachgeschärft werden? Ja. Ich finde immer, dass sich die Landesebene dann sehr stark damit beschäftigen muss, wie setzt man es denn eigentlich um und nicht grundsätzlich jedes Bundesland sich wieder überlegen muss, ich mache es anders. Ich glaube, wenn wir da sozusagen von der europäischen Ebene auf die Bundesebene, auf die Landesebene kämen, dann wäre es wirklich gut. Und wir sind ja nur auch in 2 großen SPD-Ländern oder wichtigen SPD-Ländern tätig, in Brandenburg und in Rheinland-Pfalz. Und da ist bei beiden auf beiden Ebenen wirklich die Zusammenarbeit so, dass wir uns genau auf das konzentrieren, wie kriegen wir es umgesetzt? Und ich glaube, das Thema Leitungen, das geht eben über verschiedene Bundesländer und das muss aus dem Bund kommen und zwar ziemlich deutlich und klar. Und dann letztendlich muss es auch um Einbindung in europäische Netzwerke gehen und damit wird es europäisch. Also ich glaube, wir brauchen hier einfach eine saubere Arbeitsteilung und dann wird es auch funktionieren. Und Herr Scholz, Sie haben recht, auf der Bundesebene, Sie haben es angesprochen, da muss es mehr Druck geben und es muss schneller, schneller, schneller werden. Kai Niebert oder Herr Vassiliadis, bitte. Glaube, dass das Wichtigste jetzt ist, und das hat Olaf Scholz gemacht, dass wir das Problem überhaupt ansprechen. Und jetzt all diejenigen adressieren, die damit zu tun haben. Das ist Verwaltung, das ist Administration, das ist Politik. Es sind auch natürlich die Bürger. Die Akzeptanzfrage wird immer so ein bisschen abstrakt beschrieben. Ich meine, es gibt ja eine Diskrepanz, die wir aussprechen müssen. Eine unglaublich hohe Zustimmungsrate zur Energiewende und gleichzeitig
eine Menge Akzeptanzprobleme im Detail. Das heißt, das ist eigentlich notwendigerweise eine Einladung an die Gesellschaft, in entsprechenden Formaten darüber zu reden. Das wird sonst nicht funktionieren. Und was ich eben schon mal angesprochen habe, was ich noch mal unterstreichen will, das Verschweigen dieser Themen ist eine große Problematik der letzten 10 Jahre. Ich mache mal ein Beispiel. Das grüne Baden-Württemberg hat keinen Kohleausstieg. Das können die gar nicht. Die haben im Prinzip alle politischen Dinge beschlossen, um dann von der Netzagentur den Kohlestrom geliefert zu bekommen. Kai Niebert hat das 2030-Thema angesprochen. Ich will es hier öffentlich sagen. 2030 Kohleausstieg ist überhaupt kein Thema, wenn die Bundesregierung ihre eigenen EEE-Ausbauziele, also Erneuerbare, erreicht. Dann ist die Kohle weg vom Fenster. Wenn wir den Strom nicht transportiert kriegen, das ist sozusagen der maximale Unsinn. Als ich in der Kommission war, habe ich mich gefragt, wie verbilder ich in einer Welt von Bildern die Geschwindigkeit des Leitungsausbaus. Ich habe mich gefragt, was ist noch langsamer als der Leitungsausbau in Deutschland? Ich habe was gefunden. Das ist eine Weinbergschnecke im Jahr. Die ist 3 Kilometer langsamer, als der Ausbau vor 2 Jahren war. Nämlich die schafft nur 27 Kilometer, wir schafften 30. Also ich sage das nicht, um das spitz zu machen, sondern einfach die Dramatik deutlich zu machen. Wir haben uns jetzt entschieden, wir sind auf dem Weg. Wenn wir nicht aufhören zu lamentieren, wird das nichts werden. Und deswegen glaube ich, ist das, was hier vorliegt, ein politischer Impuls. Und jetzt muss man bereit sein, die Akteure auch zu benennen, idealerweise sie einzuladen und zu beteiligen. Und wenn es gar nicht anders geht, muss man eben auch rechtliche und gesetzliche Dinge ändern, damit das 2030 für Klimaschutz, für gute Arbeit und für das ganze Land auch wirklich ein Erfolg wird. Kai Niebert, wir wollten Sie nicht abwürgen. Nein, alles, das passt. Da kann ich genau anknüpfen bei dem, was Michael Vassiliadis gerade gesagt hat. Es geht mittlerweile jetzt nicht mehr um die Frage, wann steigen wir aus, sondern wie schnell schaffen wir es, tatsächlich einzusteigen. Und wenn ich mir da mal tatsächlich im Detail des Leitungsnetzausbaus oder auch des Ausbaus Windenergie an Land anschaue, was liegt da schief, Dann ist es ein Problem. Ich mache es mal an den beklagten Windenergieanlagen deutlich. Dann ist es doch ein Problem, dass wir, ich glaube, wir haben 325 Windanlagen, die im Moment in Deutschland beklagt werden. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das sind rund 1000 Megawatt. Das Problem ist doch, dass ein Großteil dieser Klagen erfolgreich ist. Und zwar nicht, weil wir so ein schlechtes Umweltrecht haben, sondern weil offensichtlich da in der Planung und in den Genehmigungsbehörden irgendwas schiefläuft. Und da sehen wir einfach, glaube ich, sehr deutlich, dass gerade in den unteren Genehmigungsbehörden in den letzten Jahren, Jahrzehnten, tatsächlich viel auch kaputt gespart wurde. Mhm. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle noch einen Wunsch für die Zukunftsmission äußern dürfte, dann würde ich sagen, schreibt doch nochmal 2000 Planstellen für die Genehmigungsbehörden mit rein, um da tatsächlich da wieder die Fahrwasser so zu bekommen, dass das vernünftig abgearbeitet werden kann. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Und die Akzeptanzfrage ist tatsächlich die andere. Auch da kann ich anknüpfen an das, was Michael Vassiliadis gesagt hat. Wir haben eine riesige Zustimmung zur Energiewende. Auch da übrigens, wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren war es diese unsägliche Debatte über Abstandsregelungen von Windenergieanlagen. Und ähnlich ist es ja auch mit den Stromleitungen. Bei den Windenergieanlagen zum Beispiel ist empirisch nachgewiesen, dass 90% der Menschen, die in der Nähe solcher Anlagen wohnen, überhaupt kein Problem damit haben. Die Probleme machen eher diejenigen, die noch nicht in der Nähe wohnen und da irgendwelche Monster am Horizont aufziehen sehen. Das heißt, wir müssen da über Beteiligungsfragen reden. Wie kriegen wir diese Menschen frühzeitig ins Boot? Und das hat da auf der einen Seite tatsächlich mit der Beteiligung im Planungsprozess zu tun. Und ich glaube aber auch, wir müssen ganz materiell auch über die Beteiligung an den Gewinnen der Energiewende reden. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn zum Beispiel im Brandenburgischen öfter vorgekommen, im Brandenburgischen ein Bürgermeister da ein Problem mit seiner Anlage sieht und versucht, den Betreiber zu erreichen und dann bei einem Fondsunternehmen in London irgendwo in der Hotline landet, dann haben wir da ein Problem.
Und wenn ich dann noch sehe, dass die Gewinne aus diesen Anlagen auch irgendwo in London in irgendwelchen Fonds landen, zumindest das flächendeckend tun, dann haben wir da auch ein Problem. Das heißt, ein wichtiger Punkt, und den hat zumindest, wenn ich die Papiere auch richtig deute, hat die Sozialdemokratie ja durchaus auch erkannt, ist die Frage, wie können wir die Gewinne aus dieser Energiewende, die es ja durchaus gibt, auch noch so einsetzen, dass diejenigen, die diese zusätzliche Belastung da verspüren, auch darin partizipieren. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt werden wird in den nächsten Jahren, was die Lasten und auch die Nutzenverteilung angeht, und Bürgerinnen und Bürger tatsächlich verbindlich frühzeitig einbinden und dabei eines im Blick haben, denn ich habe eine Zeit lang auch im nationalen Begleitgremium zur Endlagersuche gesessen. Und da war immer klar bei der Endlagersuche, wir werden nie eine Lösung finden, die alle zufrieden stellt. Aber wir werden eine Lösung finden, die transparent ist und wo zu jeder Zeit nachvollziehbar war, warum haben wir wie entschieden. Und so müssen wir es, glaube ich, auch in der Energiewende insgesamt handhaben. Es wird immer Menschen geben, die mit einer Leitung unzufrieden sind. Es wird immer Menschen geben, die mit einem Windrad oder meinetwegen auch mit einer Freiflächen-PV-Anlage unzufrieden sind. Aber wenn wir uns miteinander hier entscheiden, wir wollen 2035 tatsächlich erneuerbar sein in Deutschland, dann müssen wir die Weichen dafür stellen und dann müssen die Entscheidungen getroffen werden, dann müssen 2% im Land dafür reserviert werden und dann müssen die Leitungen stehen. Das kann man föderalistisch runterbrechen und kann sagen, liebe Länder, liebe Kreise, jetzt macht mal, aber da gehört eine entsprechende Verbindlichkeit hinter. Vielen Dank soweit, und das ist eigentlich fast schon die Schlussrunde, die ich aber trotzdem noch mal ganz kurz zurückgeben möchte. Und zwar mit einer einfachen Frage oder vielleicht auch mit einem Wunsch. Auch ich denke mal an diejenigen, die uns jetzt alle irgendwo zuhören. Frau Grimm, Herr Vassiliadis, Herr Niebert, Herr Brudermüller, Sie haben jetzt die Chance noch mal. Was wünschen Sie sich von Olaf Scholz am dringendsten? Frau Grimm, fangen Sie an. Ja, dann fange ich an. Ja, also ich komme da gerne wieder zum Anfang des Gesprächs zurück. Und ich glaube, es ist der ganz wichtige Punkt. Wir müssen in der jetzigen Situation sofort eine sehr konsequente Reform der Rahmenbedingungen, sowohl der Abgaben und Umlagen in der Energiebepreisung als auch der CO2-Bepreisung anstoßen, sodass eine Verlässlichkeit hergestellt ist, dass all das, was jetzt auf den Weg gebracht wird, dass die Unternehmen auch wissen, sie haben ein attraktives, belastbares Geschäftsmodell in der Zukunft und die Rahmenbedingungen berechenbarer werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und komplementär dazu, das ist ja auch in unserem Gespräch angeklungen, ist es ganz, ganz wichtig, Investitionen vorzunehmen im Bereich der Infrastrukturnetze, Wasserstoffnetze, Ladeinfrastruktur, Wasserstofftankstellen. Man muss da sehr stark auf eine europäische Perspektive drängen, weil viele Dinge funktionieren nur, wenn sie europäisch umgesetzt werden. Ich werde mir kein Auto kaufen, mit dem ich nicht in Urlaub fahren kann. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da nicht nur in Deutschland denken, sondern dass wir das auch europäisch koordinieren und eben auch bei allen Initiativen schauen, dass es auf der richtigen Ebene umgesetzt wird. Das sind, glaube ich, die wichtigen Dinge. Daneben stehen natürlich Forschung und auch Transfer in Produkte, schneller als wir das in Deutschland gewohnt sind. Wir müssen da, glaube ich, auch teilweise mehr Mut haben und noch bessere Mechanismen, um anzuschieben und tatsächlich auch industriell zu skalieren, vom Manufakturniveau hin zur industriellen Produktion von Schlüsselkomponenten, Anwendungen. Und dann auch in unserem Gespräch angeklungen, ganz, ganz wichtig, Ausbildung von Fachkräften, Bildung. Wir brauchen die Fachkräfte von morgen. Ich habe jetzt in vielen Diskussionen rund um das Thema immer wieder gehört, es werden ja in Schlüsselindustrien auch Jobs abgebaut aktuell. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir die Leute eigentlich alle brauchen, dass wir da die falschen Signale setzen und eigentlich Leute in industriellen, ingenieurswissenschaftlichen Berufen in großem Umfang benötigen werden, wenn wir denn in diese Richtung Wasserstoffwirtschaft, Energiewirtschaft, Sektorenkopplung weitergehen. Und da müssen wir sehr schnell aufpassen, dass wir bei der Fachkräfteausbildung tatsächlich ambitioniert vorangehen und das auch vorausschauend planen. Vielen Dank, Frau Professor Veronika Grimm, dass Sie da waren. Und Michael Vassiliadis, ein Wunsch. Ich wünsche mir, Olaf, dass du mit dem Ansatz, der heute hier formuliert ist, Kurs hältst, dass du all diejenigen Parteien, die in Deutschland sich sozusagen um die Wählergunst bewerben, mit diesem Angebot eben insbesondere die Seriosität, das Treiben der Realisierung dieser wichtigen Projekte als Angebot
durchhalten kannst. Wir haben Parteien, die einen am linken Rand, die versprechen Heilssegen dort, die anderen haben sich sehr konzentriert auf ihre Spezialthemen und die Union sucht sich selber. Ich glaube, dass mit dem Impuls der Balance, aber am Ende auch der Einladung an diejenigen in der Gesellschaft, die jetzt das realisieren können, was wir hier als Mission beschrieben haben, einen extrem wichtigen Impuls haben. Deine eigene Partei muss das natürlich auch wollen. Und dann glaube ich, dass das Rennen jetzt gestartet ist. Vielen Dank, Michael Vassiliadis. Martin Brudermüller. Schon fast alles gesagt. Die Frau Grimm hat den volkswirtschaftlichen Rundumschlag gemacht. Herr Vassiliadis als Parteimitglied auch den. Ich kann nur sagen, das Missionspapier enthält viele wichtige, gute Punkte. Ich glaube, das hat die Diskussion heute auch gebracht. Herr Scholz, Sie haben sich angeboten in der Diskussion als Partner, der zuhört für die Industrie. Ich bitte Sie, das auch nach vorne bei der Umsetzung zu machen. Ich hätte noch den kleinen Wunsch, dass das Wort Wettbewerbsfähigkeit in das Papier sich hineinschleicht. Weil ich glaube, ganz wichtige Grundbedingung ist, dass das im Endeffekt klappt. Und wir wollen ja alle als Sieger vom Platz gehen. Und ich glaube auch, dass es nur funktioniert. Es muss ökologisch, sozial und es muss auch ökonomisch funktionieren. Insofern Glückwunsch zu dem Papier und ja, setzen Sie es um. Vielen Dank, Martin Brudermüller. Kai Niebert. Drei Wünsche. Drei gleich, genau. So eine gute Fee gibt doch immer drei Wünsche, oder? Also ich fange mal mit dem ersten an. Ich glaube, dass dieses Papier das innovativste Papier ist, das ich klimapolitisch je von einem Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratie gesehen habe. Und lieber Olaf, ich wünsche uns allen, dass du es schaffst, nicht nur mit diesem Papier, sondern mit dem, was da dahinter steht. Tatsächlich die Frage des Klimaschutzes und der Transformation in die DNA der Partei hineinzubekommen. Wir erleben gerade in den letzten Wochen wieder, wie, wenn ich mal diese Nord Stream-Debatte anschaue, wie da durchaus einige Argumente immer wieder schief liegen. Es gibt in der Klima- und Umweltbewegung gerade das Bestreben, so einen Wahlomaten für den Klimaschutz aufzubauen. Ich hatte bisher tatsächlich große Sorge, dass zumindest wenn junge Menschen da klicken, immer, wenn überhaupt, nur eine Partei bei rauskommen kann. Mit so einem Papier, glaube ich, kann da durchaus auch noch, können andere Ergebnisse kommen. Also deswegen hau rein an der Stelle. Zweitens, gerade als Finanzminister, du weißt, dass die ganze Transformation auch viel Geld kosten wird. Ich habe vorhin den Umbau der umweltschädlichen Subventionen, immerhin 57 Milliarden Euro im Jahr, angesprochen. Ich glaube, dass diese 57 Milliarden Euro wir gut nutzen können, um diesen Umbau mitzugestalten. Punkt 2 und Punkt 3. Ihr regiert ja jetzt auch noch ein halbes Jahr lang und ich würde mir wünschen, bei aller Dringlichkeit, die dieses Thema hat, dass diese Zukunftsmissionen nicht erst nach der Wahl greifen, so wie du es beschreibst am Anfang des Papiers, nämlich nachdem es eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung gibt, sondern dass ihr gerade damit auch noch das halbe Jahr jetzt intensiv nutzt und vor allem damit verknüpft, wenn es denn dann zu einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung kommt und dann hoffentlich auch zu einer progressiv ausgerichteten Bundesregierung, dann würde ich mir wünschen, wenn die Sozialdemokratie eben genau dieses Progressive beibehält und auch zum Motor, was den Klimaschutz angeht, einer rot-rot-grün geführten Bundesregierung kommt. Vielen Dank auch nochmal herzlich an das Panel. Vielen Dank natürlich auch an Olaf Scholz. Und natürlich können Sie, ihr auch mit Olaf Scholz weiter diskutieren, zum Beispiel jeden Freitag. Da gibt es die sogenannten Freitagsgespräche mit Olaf Scholz und die fangen schon am nächsten Freitag, das ist der 12. Februar, fangen die an. Ihr bekommt eine Mailing, um das alles klar ist. Und ich freue mich, Norbert Walter-Borjans ist zu uns auf die Bühne gekommen. Beeindruckendes Panel. Ja, das kann ich nur sagen. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt das Mikrofon benutzen oder bin ich, das ist deins, wunderbar. also erstmal ein beeindruckendes Panel. Ich freue mich besonders darüber, dass das alles bekannte Gesichter sind, weil wir die Gespräche, so wie wir es jetzt hier erlebt haben, seit langem miteinander führen. Herr Brudermüller war schon hier im Willy-Brandt-Haus. Wir haben uns unterhalten. Mit Frau Grimm haben wir gerade in der letzten Woche noch einen wirklich spannenden Talk gehabt mit Wirtschaftswissenschaftlern. Mit Michael werde ich nächste Woche einen Podcast machen. Mit Kai Niebert sind wir im Gespräch regelmäßig. Also das Schöne ist erstmal, das, was hier heute nochmal deutlich geworden ist, wir sind im Dialog. Und der Dialog
ist für mich das Entscheidende bei einer so folgenschweren Umwandlung, die wir nötig haben, dass wir das nicht auseinanderlaufen lassen. Und dann will ich an dieser Stelle direkt als jemand, der auch mal 7 Jahre Minister in einem Bundesland war, Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und da die meiste Zeit mit dem ersten Bürgermeister der Hansestadt, der Freien und Hansestadt Hamburg zu tun hatte, wir beide wissen, wie gut und wie wichtig der Föderalismus ist. Also wenn man sich nur mal anguckt, wie das in Staaten ist, die ein großes Zentrum haben und die gesamte restliche Fläche hängt am Tropf der Hauptstadt. Und wie das ist, wenn man sich mal anguckt, wie das zwischen Hamburg und München und Düsseldorf und Berlin und Köln und Leipzig und Stuttgart ist, wie viele Zentren wir haben, in denen geforscht wird, in denen auch mit einer unterschiedlichen Mentalität und Kultur Regionen im Wettbewerb stehen, dann dürfen wir das nicht verspielen. Allerdings, es darf auch nicht verkrusten. Also wir müssen an dieser Stelle wirklich zu dem Punkt kommen, dass wir, in vielen merken wir das ja im Augenblick, bei der Pandemiebekämpfung, man sich manchmal sagt, also es wäre schon ganz gut, wenn man jetzt auch an einem bestimmten Punkt dann in eine gemeinsame Richtung kommt. Ein anderer weiterer Punkt ist, der hier in dieser Zusammensetzung auch wieder deutlich wird, Deutschland hat einen riesen Vorteil durch die enge Sozialpartnerschaft, dass wir Gewerkschaften, dass wir Arbeitgeber, dass wir Naturschutzverbände, die ich jetzt dazu zähle, dass die Wissenschaft, dass wir zusammenarbeiten, ist etwas, was manche neidvoll bei uns sehen und sagen, wie ihr auch jetzt zum Beispiel in dieser Phase zusammenkommt und an einem Strang zieht, ist eine unglaublich gute Voraussetzung dafür, etwas hinzubekommen. Und ich meine, man lernt immer wieder, und ich habe mit großem Interesse zugehört, mir ein paar Notizen gemacht. Ich finde, wir brauchen nicht mehr und nicht weniger, das ist hier heute deutlich geworden, eine technologische Revolution. Und die kommt eben, wie Olaf auch gesagt hat, sicher nicht aus dem Laissez-faire des Marktes. Du hast es mal beschrieben, dass das auch bei der Eisenbahn nicht so war, dass die einfach mal so entstand, sondern es braucht Impulse von einem starken Gemeinwesen, das diese Zeichen setzt, das verbindliche Planungsgrundlagen schafft, damit auf dieser Grundlage dann Wirtschaft auch gewinnorientiert planen kann und sagen kann, wir können damit in die Zukunft vorstoßen. Und Herr Brudermüller hat das immer wieder gesagt, denkt an die Wettbewerbsfähigkeit. Die ist vielleicht nicht unmittelbar als Wort vorgekommen, aber die Aussage von Olaf, dass wir dafür sorgen müssen, dass die, die heute noch 300 Kohlekraftwerke bauen, irgendwann erkennen sollten, dass wir was Günstigeres anbieten können mit einer CO2-freien Form der Energieversorgung und der Produktion, ist ja schon ein klares Zeichen, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass das, was sich ändern muss, am Ende für eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsweise wettbewerbsfähig sein muss, sich als das Günstigere zeigen muss. Und dafür müssen eben Staaten und muss auch eine Bundesregierung Zeichen setzen, Rahmen vorgeben. Wir haben die Debatte erlebt, als wir im Juni im Koalitionsausschuss für das Konjunkturpaket hart gerungen haben und es ging um diese Frage, fördern wir jetzt eigentlich mit staatlichen Mitteln auch den Verbrennermotor oder fördern wir, wenn wir Steuergelder einsetzen, dann die Transformation? Da ging es nicht darum, das eine schlecht zu machen, das andere gut oder Menschen, die in der gegenwärtigen Technologie arbeiten, herunterzuwürdigen, sondern es ging darum, dass wir gesagt haben, wenn der Staat Impulse gibt, dann muss er dafür sorgen, dass sie erstens in die richtige Richtung gehen, in die Zukunft, aber eben auch, dass sie eine klare Ansage sind. Ich habe mein eigenes Berufsleben in der Industrie begonnen und ich kann mich erinnern, das war damals, war übrigens der Bereich von Michael, es ging damals um die Frage, dass Tenside in Waschmitteln nicht mehr gebraucht oder eingebaut wurden. Und es gab starke Lobbys, die natürlich ein Interesse hatten, dass es so blieb. Weil etwas nicht zu verändern, ist kurzfristig immer die gewinnträchtigere Variante. Und deswegen haben wir es immer mit denen zu tun, die gerne, und ich sage das nochmal, konservieren, also das Konservative herausstreichen und sagen, lass uns doch mal auf dieser Linie weitermachen. Aber wenn Politik eine klare Ansage macht, dass das sich jetzt ändert, dann gibt es plötzlich einen Wettbewerb darum, wie wir das hinbekommen, dass man mit dem Neuen, mit dem Ersatzstoff besser fährt
und am besten vielleicht sogar einen Vorsprung hat im Einsatz. Und ich kann mich damals erinnern, dass das Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, schnell war und anschließend einen großen Wert darauf gelegt hatte, die Grenzwerte niedriger zu setzen, weil das natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg verspricht. Das haben wir erlebt bei FCKW, das haben wir bei einer ganzen Reihe von Dingen erlebt, wo wirklich ein solcher Fortschritt erzielt worden ist, weil irgendwann die Entscheidung getroffen worden ist, so an der Stelle wird jetzt etwas geändert und das gilt. Und auf der Basis gibt es dann Marktwirtschaft, Gewinnstreben, ist alles wunderbar, aber in die richtige Richtung. Und ich glaube, das müssen wir gemeinsam hinkriegen. Und ich will nicht alles wiederholen, aber es ist sehr deutlich geworden, dass wir bei diesem bei dieser großen technologischen und gesellschaftlichen Umwälzung Geld brauchen. Also es wird definitiv so sein, dass auch da Staat Anschub geben muss. Wir haben das erlebt. Wer meint, im Silicon Valley ist alles aus privater Initiative entstanden und es hätte keine staatlichen Mittel gegeben, der irrt sich gewaltig. Wir brauchen, das ist deutlich geworden, eine Regulatorik oder eben Rahmenbedingungen, von denen ich gesagt habe, die müssen definitiv verlässlich sein, sie müssen klar sein und eine Grundlage bilden, dass dann geplant werden kann. Wir müssen eben gucken, nochmal die Wettbewerbsfähigkeit, dass wir am Ende es so gestalten, dass es die günstigere Alternative ist, auch monetär die günstigere Alternative ist, klimaneutral zu wirtschaften. Und wir brauchen eben, darüber reden wir oft genug, auch Genehmigungsverfahren und administrative Verfahren, die einfach viel schneller werden und auf die wir uns eben auch einigen müssen. Ich glaube, wir sind, das ist immer ein Problem in der politischen Auseinandersetzung, die einspurig etwas versprechen, die eindimensional argumentieren, haben es leichter. Wir wollen Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung zusammenhalten. Und wir wollen eben auch, wir müssen auch sehen, dass es vielleicht in vielen Bereichen, anders als das früher war, nicht so die eine Lösung für etwas gibt, sondern dass wir offen bleiben für unterschiedliche technologische Entwicklungen. Und ich glaube, der Hinweis ist schon nötig, dass wir uns immer auch vergegenwärtigen müssen, genauso wie wir nicht nur sagen können, Wasserstoff ist die Lösung, ist auch nicht nur, so wichtig sie jetzt ist, die CO2-Freiheit, die Erlösung der Welt, sondern es gibt viele Probleme, die sich auch dann noch stellen, wenn wir klimaneutral produzieren. Und das zusammenzuhalten, nicht zu vergessen, dass wir auch mit einer wachsenden Weltbevölkerung, was Ernährung angeht, was Konflikte angeht, insgesamt etwas hinbekommen müssen, ist enorm wichtig. Und ich will einfach nur am Schluss sagen, Olaf hat gesagt, es braucht dann auch Führung. Und es gab mal den schönen Dreiklang, zuhören, abwägen, entscheiden. Ich glaube, der hat in dieser Zeit nichts an Bedeutung verloren. Und ich finde, diese Art und Weise, wie wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten und wie Olaf Scholz in dieser Bundesregierung, wo wir Juniorpartner sind, und ich möchte es immer mal wieder, weil ich auch auf Twitter dann lese, ihr regiert doch, warum ist denn das nicht schon alles anders? Wie viel wir in dieser Regierung erreicht haben mit den Ministerinnen und Ministern der SPD, wie viel Olaf Scholz als jemand, den ich, und das sage ich hier allen nochmal, als unglaublich kenntnisreichen, beharrlichen Verhandler, der aber auch immer weiß, wo kriege ich denn am Ende die Einigung hin, dass das dadurch zustande gekommen ist. Und ich finde, der Schritt, der jetzt weiterführen muss, der kann eigentlich nur so weiterführen, dass die SPD die Führung dieser Bundesregierung übernimmt und dass der Kanzler Olaf Scholz heißt. Und das ist für mich das, was ich gerade in diesem öffentlichen Teil unserer Klausur wirklich noch mal aus tiefer Überzeugung sagen will. Wir waren Wettbewerber im vergangenen Jahr. Es hat eine Menge Spaß gemacht und es gab auch ein paar Dinge, die wir miteinander klären mussten. Auch gerade, was noch einmal diese ganze Finanzierungsseite angeht. Kai hat das angesprochen. Wir werden am Ende gucken müssen, wo sind noch Dinge zu ändern, was Steuerschlupflöcher angeht, was falsche Subventionen angeht. Auch da sind wir dran an dieser Diskussion. Und daraus sozusagen eine solche Zusammenarbeit zu entwickeln und da schließen wir dann den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich mit ein, also das auf die 3 oder 6 Schultern von Fraktion, Regierungsbeteiligung und Partei zu legen, ist eine hervorragende Erfahrung,
dieser letzten Zeit und ein sehr schönes Zeichen von Hoffnung für das, was wir jetzt machen müssen, um im September einen Kanzler Olaf Scholz zu haben. Ich bedanke mich bei allen, die von außen zugehört haben, weil gleich gehen wir, glaube ich, wieder in die Klausur. Herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Panelisten, und zwar an Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise, an Michael Vassiliadis von der Gewerkschaft IG Chemie Berber Energie, an den Nachhaltigkeitsforscher Kai Niebert und an den Chef der BSA Martin Brudermüller. Vielen Dank, dass Sie sich an diesem Sonntag die Zeit genommen haben, um hier mitzudiskutieren.